Und damit herzlich willkommen wieder zurück hier bei einer neuen Runde Marligolds Recken. Unsere Helden und Heldinnen sind auf dem Weg zum großen Wurm mit dem großen Stachel. Ja, wir haben uns ein wenig darüber lustig gemacht in der letzten Session, aber ob es wirklich so lustig wird oder ob man hier vielleicht einem Gegner begegnet, dem man es nicht so leicht machen wird. Mal schauen. Mit dabei sind auf der einen Seite die Damen, ja, Alena, die Menschmönchen, Sybille, die Waldelf-Rangerin, als auch Mori, der Mortimer, der Gnom, und Gnark von Zerk, der Goblin, der sich hier als musikalischer Virtuose herausgestellt hat. Auf dem Weg ist man auf Marligol. Heute auch nochmal natürlich mit der Übersichtskarte. Wir waren gerade beim Goudon-Kloster, das ist über Großwall in der Mitte. Und es geht irgendwann in Richtung Schneise, die da ist, wo grau ist. Ich denke mal, das kann man relativ gut an dieser Stelle auch erkennen. Ihr seid mittlerweile seit einigen Stunden unterwegs. Seid irgendwann nach dem Ringgebirge rechts abgebogen, habt einen größeren Fluss überquert. An dieser Stelle sind euch vielleicht auch der ein oder andere Händlerkarren mal entgegengekommen. Ein paar Leute, die diesmal nicht Baldrian dabei hatten. Ich würde bei den Händlern immer so einmal kurz drüber schmökern, ob die gegebenenfalls Heiltränke haben. Oh, gib mir mal bitte einen... Darf ich mir selbst dafür Guidance geben? Nee, das wird nicht funktionieren, aber du kannst mir mal einen Wahrnehmungscheck oder Investigation würde ich das nennen an der Stelle. Also nachforschen. Also ich würde auch sonst einmal ganz kurz nachfragen, ne? Reden? Ja, ja. Können auch immer das ausspielen, aber... Nee, gib wir mir müssen einfach nicht mal, nachfragen. Gib mir einfach mal, genau, du sprichst sie an, ob die es haben. Gib mir mal ein Investigation. Wenn ich da, habe das eine Ergebnis 16 über 18, gewürfelt und es kommen noch 4 drauf, also bin ich bei 20. Dann haben die tatsächlich Heiltränke dabei gehabt. Ich sag dir auch gleich mal, was die für Heiltränke dabei gehabt haben. Bei einer 4 ist es ein großer, bei 1 bis 3 sind es kleine Heiltränke. Und sie haben tatsächlich 2 kleine Heiltränke dabei gehabt. Dann würde ich Sybille einmal so, du bist doch unsere Kasse. Ja. Lass mal welche mit. Ja, also ich habe hier 2 wirklich tolle Heiltränke dabei. Wie teuer sollen die sein? So ein alter Zwerg, der euch begegnet ist. Die sind 25 Goldstücke pro Stück. 25 Goldstücke. 25 Goldstücke. Das ist der reguläre Marktpreis. Ich mache hier so einen Klopfer auf die Schulter. So 25 Gold und sehr teuer. Gebt ihr Guidance mit zum Fall. Also die haben wir in günstiger verkauft damals, als ich noch das Unternehmen hatte. Die hatten ein Unternehmen, werter Herr. Ja, und ich zeige das Symbol mit der Knochenhand. Und mit dem Baldrian. Vielleicht habt ihr schon mal Baldrian von mir gekauft. Gib mir mal ein Persuasion mit Vorteil. Natural 20. Die Knäuger. Ihr seid mein Zulieferer gewesen. Warum haben sie denn Schluss gemacht vor einer Woche? Ich bekomme nichts mehr von ihnen. Oder von ihren Arbeitskollegen. Wir werden demnächst wieder durchstarten. Wir machen gerade eine Umstrukturierung. Ihr kennt das. Oh ja. Die wirtschaftliche Situation. Es ist schwierig für Alchemisten heute gute Zutaten zu bekommen. Genau. Und da muss man sich neu aufstellen. Die haben mich im letzten Monat so gut versorgt. Wenn sie mir versprechen, dass ich ein Vorgangsrecht habe vor allen anderen Käufern. Wie ist denn Ihr Name? Dann schreibe ich mir das auf. Mein Name ist Rudolf. 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 Rudorf, ja. Rudorf, genau. Ru ist der Vorname, Dorf ist der Nachname. Okay. Mein Bruder ist Farmer, der heißt Rudorf. Oha. Das ist ein sehr passender Name. Da haben Ihre Eltern aber gut nachgedacht, als sie euch die Namen gegeben haben. Ja, das ist richtig. Das ist tolle Eltern. Dankeschön. Wir sind beide tot. Es waren gute Eltern. Waren gute Eltern. Pelo hab sie selig. Ja, ich habe es implantiert, ja. Dann würde ich sagen, bekommen Sie einen gratis und einen zum vergünstigsten Preis von 20 Goldstücken. Sind wir im Geschäft? Ich würde sagen, Sie sehen doch aus wie ein junger Mann, der es auch liebt, einen Abend mal abschalten zu können, oder? Wir haben einen begnadeten Musiker unter uns, der Ihnen bestimmt den Abend versüßen wird. Club dort ihre Lager gehabt, aber ich möchte derart Sachen nicht. Nein, doch nicht solch derartige Sachen. Wir haben einen begnadeten Musiker unter uns, der Ihnen bestimmt den Abend versüßen wird mit einem grandiosen Lied. Ja,
werde Ihnen ein Gold Nachlass gewähren, wenn Sie mir ein schönes Liedchen hier ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Drei Goldstücke ist so etwas. Meine Ameisen machen mit. Aber für 5 Goldstücke könnte ich mich eine Woche lang hemmungslos betrinken, würde ich sowas machen. Bei uns Zwergen ist das Kultur, das können Sie mir nicht wegnehmen. Wie dem auch sei. Mit 17 Goldstücken können Sie das immer noch sehr viele Wochen lang. Ziemlich viel Geld, was Sie da gerade versuchen zu unterschlagen. Denken Sie wirklich, ich würde Sie über den Tisch ziehen wollen? Gib mir mal ein Persuasion. Ich habe ihr Guidance gegeben. Ich weiß. Moment, wo ist denn der? Mhm. Oder? Eine 15 und dann kommt noch... D4. Also ich bin... Na gut, 17. 15 plus Guidance reicht. Na gut, 17 Goldstücke. Aber da müssen sie auch wirklich gut sein. 17 Goldstücke. Ich bin sehr gut. Ist schon gut. Bitte? Ich bin sehr gut. Dann bitte, spielen Sie etwas vor. Was möchtest du spielen, wie möchtest du spielen und auf was möchtest du spielen? Ich würde gerne mein Langhorn rausholen. Okay, das ist ja. Ja, nun. Mit diesem Langhorn gehen wir Würmer jagen. Es ist ein viel zu großes Horn. Ihr wisst nicht, wie das in seinen Beutel gepasst hat, aber es kommt gerade raus. Ja, und dann würde ich darauf ein Lied anstimmen. Mhm. Über die Triumphe der zwergischen Bevölkerung. Okay. Dann kannst du das sehr, sehr gerne machen. Ihr merkt, dass deine Musik so ein bisschen magisch aufgeladen ist. Gib mir ein Performance mit Vorteil. Wir wussten es. Ich bin auch richtig erleichtert, wenn ich merke, dass ihr Magie verwendet. Das Vorteil, deswegen darfst du zweimal. Nee, du hast zweimal. Ich hab zweimal. Und das höhere Ergebnis zählt dann. Okay, das wäre eine 1 sonst. Ja, dann nimmst du die 3. Nimm ich die 3. Dann plus 7, dann bin ich bei 10. Dann habe ich 10. Okay, es ist nicht schön. Es klingt so wie einzelne Töne. Anscheinend ist es mit dem Langhorn nicht ganz so geübt, wie es normalerweise ist. Aber es hallt sehr, sehr schön durch diese mittlerweile sehr hügelige Gegend dabei. Naja, es war wenigstens etwas Neues. Spielen Sie weiter, wir machen 19 Gold und dann sind wir zufrieden. 18 Gold. Ja. Sie können nicht noch weiter verhandeln. Herr Mortimer, sagen Sie Ihnen doch etwas mal. Das ist tatsächlich ein sehr guter Preis. Also, und das hat mich auch nicht überzeugt. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von ihm. Ich hatte eigentlich mehr erwartet. Ich dachte, er könnte besser mit seinem Horn umgehen. Ja. Ich bin außer Atem. Also offenbar ist nicht nur Größe wichtig, auch die Technik ist entscheidend. Oh ja. Irgendwie ein bisschen erschreckend eigentlich. Nun denn, 19 Goldstücke. 19 Goldstücke. Ich krame in meiner Tasche. Und hole 19 Goldstücke raus. Vor allem, wenn sie in ihrer Tasche kramt, hört man es richtig stark klimpern, weil sie wirklich einiges an Gold dabei. Ich habe nur 61. Nee, ich habe dir das gesamte Gold, was ich noch hatte, gegeben. Das waren, ich weiß es nicht mehr, ich habe es dir gesagt. Das steht hier irgendwo. Du hast wenn wirklich ich aufgeschrieben, das habe ich irgendwo liegen lassen. Von den Ogern, ne? Diesen ganzen Batzen Gold, den habe ich dir gegeben. Ich will nicht deine nackte kriegen. Also, ja, schön. Okay. Das Bild von letzter Session. Es wurde Akt gezeichnet. Also, weil ich hatte es mir aufgemacht. Wem darf ich die Haltrink gegeben? Mir? Nein. Er ist mit Blasen beschäftigt. Mir gefällt über eine Blastechnik. Nun denn, in diesem Sinne bedanke ich mich und werde nun weiterziehen. Belohnung 450 Gold. Nee, es ist aber nicht das. Das war was anderes. Ich hatte dir nämlich das Gold noch einmal komplett gegeben. Deswegen habe ich mir nämlich gar kein Gold eingetragen, weil ich es dir alles gegeben habe. Ich finde das steht irgendwo. Ich schreibe mir alles auf. Ich weiß. Auch das von der ganzen Unternehmung, von wovon wir dann Schadensersatz gezahlt haben und was dann übrig war. Aber das war ja noch in Maligol, ne? Ja, ja. Ja, weil die Sache Maligol haben wir immer reingesteckt in das Ding. 310 Gold, da steht's. Genau, weil die hast du auch noch. Ja, während ihr das Geld zieht, geht ihr natürlich auch nochmal weiter. Ihr könnt euch das gerne soweit auftragen. Jetzt steht ihr vor der Entscheidung. Ihr, also Tilvin, weiß genauso wie du, dass ihr jetzt weiter geradeaus gehen könnt, um zum Ork-Lager zu kommen. Oder aber Tilvin meldet sich und sagt, die Sache ist die, wollen wir jetzt wirklich zurück zu Borash oder gehen wir direkt zu dem Wurm? Ich habe leider wenige Informationen über den Wurm, nur dass er außergewöhnlich gefährlich sein soll. Wir gehen zu dem Wurm. Wenn wir zu Borash gehen, dann... Dann ist er tot. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Außerdem solltest du den ja alleine zur Strecke bringen. Da habt ihr auch recht. Na denn, wir müssen etwas weiter in... Müssen wir ein bisschen Pause machen, damit er sich erholen kann? Ja, machen deine nicht. Beinchen das nicht mehr willst. Geht's euch gut? Ich bin nur ein bisschen blass vom Blasen.
Deswegen, aber alles ist gut. Vielleicht kann sie mich wieder unter dem Arm nehmen. Das passiert halt, wenn das Horn zu groß ist. Ich nehme ihn unter den Arm. Aber bitte nicht mal nicht schleifen lassen. Ja, und deswegen, deswegen sind die Streams ab 18, liebe. Sind sie bei mir nicht, aber okay, jetzt schon. Wir reden immer noch über das Blashorn, oder? Ja. Langhorn, bitte. Das lange Blashorn. Ihr habt sehr viel Spaß. Merkt fast gar nicht, dass sich auch eure Umgebung immer weiter ändert. Wenn du ihn kriegst, sieht das dann nicht mehr als 10 Sekunden? Die Ameisen helfen ja beim Tragen. Kann ich einen Huckepack nehmen? Klar. Huckepack ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Okay. Hui! Und so gehen unsere vier Gefährtinnen entlang dieses Weges, der sich von einem erdigen Grün in Asche verwandelt. Ihr kommt zwischen einem Bergpass durch. Dieser Bergpass ist rußschwarz. Ihr seht schon aus der Entfernung, dass es einige glühende Stellen gibt. Es ist allgemeinhin bekannt, dass die Schneise, auch wenn einige von euch es nicht gesehen haben, außer Tilvin und Gnag und du nur von der Entfernung, viele vulkanische Aktivitäten zugrunde liegen hat. Diese vulkanischen Aktivitäten, die Gründe sind euch wahrscheinlich dafür nicht bekannt, aber sie sind definitiv vorhanden. Es wird hier etwas wärmer, es riecht nach Schwefel, es flimmert die Luft an einigen Stellen und als ihr durch diesen kleinen Bergweg kommt, erschüttert sich vor euch auch. Während wir noch laufen, ja, bevor wir jetzt zu einem kritischen Punkt kommen, würde ich mich mit Tilvin noch darüber unterhalten, wie stark er geworden ist, also ob er irgendwelche speziellen Talente aufweist, ob er eher den Nahkampf noch bevorzugt, so wie früher, ob er dahingehend was verändert hat und auch dich noch mal ein bisschen spezifischer ausfragen, was deine Talente betrifft, damit ich einfach ein besseres Kampfverständnis habe, für wenn es losgeht. Tilvin erzählt dir, dass er ähnlich wie du natürlich viel von den Mönchen aufgeschnappt hat, er aber vielleicht ein bisschen trickreicher, manche würden sagen, schurkischer unterwegs ist, weil er sich hier und da mal was abgeguckt hat. Aber er sagt auch, ob es nah ist oder fern, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Also, meine Kollegen, sie bleibt eher auf Abstand, genauso wie er. Und es sieht auch so aus, als würdest du auf Abstand kämpfen. Nee. Ich kämpfe gar nicht. Er ist unser Lockvogel. Ich kann Musik im Hintergrund spielen und vielleicht gut zurufen. Gut, ich bin vorne. Ich werde euch unterstützen, so wie es geht. Aber ich werde wahrscheinlich nicht so widerstandsfähig sein, wie ihr es seid. Vielleicht sollte sie dann die Heiltränke tragen. Ich habe schon einen. Ich weiß nicht, wie gut. Weiß nicht, wenn ihr einen abbekommt, einer von euch, wäre es fast sinnvoller, dass ihr noch die Möglichkeit habt, euch gut zu heilen. Ich kann heilen. Ich weiß, aber in den meisten Fällen heilst du eher mich mit deinen Fähigkeiten. Er zieht in dieses Feld quasi ein und erzählt euch weiter, was ich über den Wurm gehört habe. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Es soll eine Art violetter Wurm sein. Wie gesagt, dieser Stachel, über den ihr euch... Kommt mir da irgendwas bekannt vor? Violett, Gift, ob ich irgendwas... Gib mir Naturkunde-Check. Ihr könnt mir alle mal einen Naturkunde-Check geben, während er das erzählt. Natur des Wurms. Eine 19. Eine 18. 14. 12. Okay, 19 und 18 hattet ihr, ne? Mhm. Ihr wisst, dass wahrscheinlich die Rede ist von einem purpurnen Wurm, deren Gift als äußerst, Entschuldigung, dass ich dieses Wort jetzt nutzen muss, potent gilt. Dieses Gift ist wahrscheinlich auch sehr wertvoll. Es sind mit der 19 auf jeden Fall, das weißt du. Wir könnten den Wurm melken und das Gift verkaufen. Es sind gigantische Aasfresser, also wirklich gigantische Aasfresser, die meistens unter der Erde leben. Aber das ist eine gute Geschichte. Und sich angeblich auch im Underdark rumtreiben und sowas, in Höhlen und Co. Und sie gelten als wirkliche, als Gefahren, die ganze, wenn sie auf Zivilisationen oder Gruppen oder ganze Karawanen treffen, ja, diese Karawanen quasi. Selbst wenn wir das den töten und den dann quasi abmelden, können wir das in blauen Flaschen verkaufen. Zerstören. Ich glaube, das Beste wäre eigentlich, wenn du so einen Wurm, wenn du so viele Würmer an klein hast, die dann regelmäßig melkst, sobald sie zu groß werden, töten und dann wieder kleine hast, damit du halt eine schädige Giftzufuhr hast, die du halt... Ja, und in blauen Flaschen, damit es lichtgeschützt ist. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn wir das schaffen.
Von dem, was ich jetzt gehört habe, müssen wir uns wirklich irgendetwas... Ihr beide könnt ein bisschen Magie. Gibt es irgendetwas, mit dem man sich vorbereiten kann auf einen Kampf? Wir sollten uns auf jeden Fall vorbereiten. Ich glaube nicht, dass wir mit ihnen mit roher Gewalt irgendwie gegen ihn kommen. Also durch meine musikalische Untermalung, muss ich auf jeden Fall sagen, könnte ich euch vielleicht ein bisschen gut zusprechen. Und vielleicht einen oder anderen Bonus geben. Solange es sich besser anhört als vorhin. Das hört sich wunderbar an. Das ist ja auch nicht schwer, besser zu sein. Also ich heile ja mehr, als dass ich... Und ich kann auch Schaden machen, wie ihr wisst. Also... Aber auch nicht wirklich irgendwas, was wir gut vorbereiten können. Gut, dann gucken wir uns an, wo er ist. Versuchen leise... Vielleicht können wir ihn in eine Falle locken. Kann ich... Genau. Ich hole meine Good Berries raus und gebe dir 5. Also, ja. Wie lange halten die sich? 24 Stunden. Okay, gut, dann ist ja klar. Jeweils einen Lebenspunkt machen die. Also du kannst sie auch alle quasi aufeinander auf einmal nehmen dann. Also ich würde die erstmal noch verstauen, aber ich würde mir die... Komm mal in den Backen halten. Wenn wir zum Kampf übergehen, würde ich tatsächlich die Technik nehmen. Okay. Aber ich würde erstmal jetzt vorschlagen, dass ich bin relativ gut im Schleichen, aber ich würde auch fragen, wie gut Tilvin im Schleichen ist oder du. Ich bin perfekt. Ich bin ziemlich gut im Schleichen. Gut, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass einer von... Sonst habe ich es monatelang ins und aus dem Lager geschafft, ohne vom Borasch gesehen zu werden. Dass einer von euch vorschleicht und auskundschaftet, was vielleicht die Umgebung uns für Vorteile bieten könnte. Und eine Falle? Habt ihr eine Idee, wie wir den Wurm in eine Falle locken können? Also man könnte ja einen hilflosen Goblin in Not haben, der dort sitzt und nach Hilfe ruft. Ich könnte Musik spielen. Da macht ihr auf jeden Fall auf euch aufmerksam. Glaub, ja. Habt ihr einen Song, der Würmer anlockt? Einen Brunstschrei eines Wurmes. Oh. Ich bin Musiker und kein Naturkundeforscher. Aber ihr seid doch ein großartiger Musiker. Könnt doch bestimmt die perfekte Stimmung mit eurer Musik erzeugen, um quasi den Wurm hervorzulocken. Kann ich Naturkunde? In all seiner Pracht. Ich habe da ein Lied. We will warm you. Ja, das könnte ich spielen. Weiß ich, wie die Brunstschreie eines Wurms sich anhören? Mit der 19? Ich will wissen, was er tut. Ja, du weißt es ungefähr. Du weißt aber auch, dass es nicht wahrscheinlich eher ein Grummeln oder ein mehr ein Grummeln als ein Gebrüll ist. Weil also, es über keine Sprache wenn du den Wurm, wenn du den Wurm anlocken willst, dann musst du so ungefähr. Noch mal bitte. Gib mir einen Performance-Wurf. Eine 19. Du hast in deinem Kopf genau das nachgemacht. Wir hören schon, dass der Wurm angeschlupft kommt. Regenwürmer kommen aus dem Boden. Oh, die können wir auch verfüttern. Okay. Mach mal nach. Na. Nee, eher so. Na. Langgezogen. Na. Nee, eher also so. Bisher bin ich von seiner Performance durchweg enttäuscht. Ja, ich auch. Ich bin auch Musiker und kein Brummschreimeister. Aber ihr habt eben auch nicht performt. Dann werde ich jetzt performen auf meiner Laute. Kann Nein. ich die Laute bitte wieder haben? Nein, die gehört jetzt den Ameisen. Nein. Die gehört jetzt den Ameisen. Wie geht der Brummschrei von Ameisen? Es gibt kein Nein, das kannst du mir nicht aus den Rippen leiern. Ihr arbeitet mit Pheromonen, das weiß man doch aus dem Unterricht. Ich habe keinen Unterricht gehabt. Das merkt man Deswegen überhaupt nicht. Deswegen performt ihr auch nicht. Ich war aber auf einer Musikschule. Du warst auf einer Schule? Für Musik. Dort haben wir Noten kennengelernt und wie die Noten sich gegenseitig lieb haben. Oh. Damit eine Melodie kommt. Also. Haben die sich mehr als 10 Sekunden zusammen auf einem Blatt befunden? Dass ihr alle nicht nackt rumrennt, ist das Einzige, was mich hier gerade noch beisammen hält. Funktioniert das wirklich so? Ja. Oh. Und Mortimer. Der arme Mortimer. Gut, ich gebe ihm die Laute. Wenn der jemals eine Gnomenfrau trifft. Bekommt die Laute wieder. Nie wieder. Kann ich auch direkt auf der Laute spielen? Ah, Göttchen. Klar. Was willst du spielen? Ein Motivationslied. Zum Lostrellern. Gib mir mal einen Performance-Wurf. Oh, 18 los. 25 habe ich. 25? Ja. Okay, es ist ein verdammt nochmal geiler Song. Das hat mich überzeugt.
Und als ihr durch die Weltgeschichte... fängt so an zu dancen. Genau. Und als ihr durch die Weltgeschichte tingelt, dürft euch alle eine Heroic Inspiration aufschreiben. Eine Inspiration. Das ist ein D6, ne? Das ist tatsächlich ein Reroll. Reroll sogar? Ich meine einen Heroic Inspiration. Wo trage ich das ein bei diesem neuen Bogen? Da müsste da... Was darf ich mal? Da oben. Hier, guck mal. Ach da. Genau, richtig, dieses Freifeld, was das ist. Dankeschön. Plus genau. Die haben nämlich Inspiration eine? Quasi geändert in dem neuen Regelwerk, in der 2024er Version. Inspiration war ja, eigentlich ist es das gleiche, nur es ist jetzt anders benannt. Und ja, es gilt auf jeden Test quasi, den du ablegst, potenziell, den du neu werfen kannst. Nicht. Gut, okay. Dann würde ich aber trotzdem Tilvin schon mal sagen, dass er vorgehen soll und wiederkommen soll und einfach nur gucken soll, gibt es vielleicht irgendwelche Beschaffenheiten der Natur, die uns dahingehend helfen können. Ich würde sagen, Höhlen sind es wahrscheinlich. Der Wurm war auf jeden Fall, so hat Rasha es mir gesagt, also die Ork-Dame, dass der Wurm schon einige Patrouillen gefressen hat. Er kommt einfach aus der Erde, holt sich das, was er möchte, und dann war es das. Gibt es in der Höhle irgendwie Orte mit vielen Stacheln, Stalaktiten, Stalagmitenmäßig. Es gibt hier überall, und du siehst auch wirklich überall teilweise spitze Steine aus dem Boden kommen. Es ist halt wirklich vulkanische Steine, glasscherbenartig, die von unten nach oben gewachsen sind durch irgendwelche kleinen Ausbrüche. Ich sehe potenziell zwei Möglichkeiten. Eine Falle, finde ich, ist eine gute Idee. Und wie gesagt, er ist ja auch Aasfresser. Und es wird hier viel Gesocks und Getier rumliegen, was schon tot ist. Entweder wir jagen ihn hier an die Oberfläche oder wir schaffen es eventuell auch in den Bau zu kommen und ihn da zu überraschen. Aber ich sage euch, es frisst sich wirklich durch massiven Stein. Einfach wird es nicht und es ist unglaublich groß und gefährlich. Ich habe ihn noch nicht selber gesehen, aber wenn wir Glück haben, ist es vielleicht kein ausgewachsener Wäre Lava noch eine Idee? Hier Lava. Ist doch so viel. Ja, das wäre potenziell eine Idee. Soweit ich weiß, sind sie nicht hitzebeständig. Aber ich weiß es auch nicht. Dafür kenne ich ein Lied. Mr. Lava Lava. Das kannst du später spielen. Okay, aber ich glaube, du solltest auf jeden Fall, bei Würmern kommt Dudelsackmusik sehr gut. Also Imagine, wir haben einen riesigen Wurm, der aus dem Boden kommt, gefährlich ist. Dudelsackmusik. Also, ne, wer auch immer Dune gesehen hat. I mean. Also, in meiner Vorstellung schaffen wir es halt irgendwie durch eine Grabung, also wir haben hier einen Fluss mit Lava und können den, also haben hier eine Kuhle, wo wir den Wurm spawnen lassen und schaffen es irgendwie, diese Lava durch dann zum Beispiel einen Pfeil, du hast keinen explosiven Pfeil oder irgendwas in der Richtung, dann halt, indem wir hier das Geröll wegmachen, die Lava in diese Kuhle einlaufen zu lassen, dass er halt wirklich guten Fire Damage nehmen könnte. Quasi so ein Staudamm für Lava. Ja, aber ich weiß nicht, wie easy wir das hinbekommen. Also ich würde euch ohne das ganze Metagaming diese Idee einmal so berichten und mich so ein bisschen umgucken, ob es dahingehend irgendwelche Beschaffenheiten gibt. Ich denke mir nur, es gibt 101 Wege, wie das schiefgehen kann. Ich kann dir die alle einzeln aufzählen, wenn du möchtest. Ich fange an, mir diese Beschaffenheiten selbst zu machen. Um dich herum. Also ich gucke, wo irgendwo Lava fließt und würde gucken, ob es eine Form von Kuhle gibt. Okay. Das, was du siehst, ist tatsächlich, dass es nicht unbedingt Lava fließen ist, außer du bist wirklich an einem Berghang. Da müsstet ihr aber noch ein paar hundert Meter quasi hinlaufen. Das, was du auf der weiten Fläche siehst, wo quasi auch teilweise verkohlte Bäume und sowas noch alles sind, sind eher kleine Gruben oder langgezogene Schlitze, wo du nach unten gucken kannst und dort Lava quasi in der Erde fließt. Ihr seid aber noch nicht an dem Punkt, wo halt dieser Wurm ist. Er ist nicht hitzebeständig. Hat er denn Probleme mit Hitzestärke? Das weiß ich nicht. Ich guck dich schon mal so an und mein so, was wir mal ausprobieren könnten, ist Feuer für deine Pfeile. Oder diesen Knochen, den du da random aus dem Boden gezogen hast. Du hast wirklich einfach so einen Überbleibsel von Menschknochen vom Boden aufgeworben. Vielleicht ist auch ein Orkknochen oder ein Elfenknochen. Man weiß es nicht. Er ist nass. Was machst du mit dem Knochen? Ich gebe ihn wieder der Erde. Das sind so kleine rattenartige Viecher, die jetzt dahin rennen und diesen Knochen quasi gerade zerstören und zersetzen. Also ich erzähle dir nochmal davon, dass du deine Pfeile anbrennen könntest und das vielleicht mehr Schaden machen könnte. Würden meine Pfeile das denn überstehen? Dann müsste ich würde meinen Probepfeil absetzen. Das heißt, ich würde gucken, ob ich vielleicht alte Lumpen habe, die ich vorne mit
wo ich rumwickle, also nicht die Spitze, sondern so da kurz davor. Gib mir mal einen D20. Mhm. Eine 11. Ja, ich würde sagen, du findest Lumpen. Es sind nicht viele dabei, aber ein paar hast du. Ich würde dir auch dabei helfen, um einfach ein paar Pfeile vorzubereiten, mit was ich noch so finde an Kleidung oder Sachen in meinem Beutel, wie man halt wenden könnte, um zumindest eine Handvoll Feuerpfeile zu haben. Du bist unordentlich, du hast mehrere dabei. Ja! Okay, wenn wir gerade Vorbereitung machen, Mortimer fühlt sich ja motiviert und sonst was und stärker und probiert ja immer so mit Heilzaubern und, ne? Und probiert False Life an sich aus. Also ich meine, das ist literally einfach nur, ich versuche es gerade nur zu flavern. Okay. Also es ist ein Level 1. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei mir aus? Im Prinzip, ne, ist er ja gerade so, ne, richtig guter Laune und streicht sich quasi hier so über seine Adern und, ne, über seine Arme und versucht sich da, wie als würde er so eine Salbe verreiben. Mhm. Vielleicht hat er auch so eine Salbe dabei oder sowas. Quasi so sich eincremen, wie wenn du Sonnenschutz auftragen würdest, nur quasi so wurmschutzmäßig. Und murmelt dann magische Worte dabei. Dann darfst du dir 2d4 plus 4 Hitpoints aufschreiben, temporär. Ja. Er dürfte ich sowieso, weil es ein Level 1 Ding ist, aber ich mag das mit dem Flavor. Genau. Deine materielle Komponente, die du dazu brauchst, ist a drop of alcohol. Yes, haben wir nicht irgendwas dabei? Doch, ich würde sagen, du hast einen kleinen Flachmann dabei. Also du siehst, dass er sich ein bisschen Alkohol in die Hände reibt und dann überall einschmiert. Genau, ich creme mich ein bisschen mit Alkohol. Brauchst du wieder Würfel? Ich habe nur den D4 nicht rausgeholt. Ich habe ja so wunderschöne, also ich sag mal so, da gibt's einen Shop zufällig. Ja. Den Quest-Shop habe ich gehört. Quest.de.shop, wo er tolle Würfel bekommt. Ja, da habe ich tolle Würfel. Die haben hier so einen Ring auch da drin. Sag das jetzt aber noch nicht, wenn der scheiße würfelt, dann sollten wir da keine Werbung machen. Der kann auch nur gut würfeln. Ja. Zweimal den D4 plus 4. Also weil, ne, da haben wir nämlich schon direkt die 3. Mhm. Solide. Und nochmal die 3. Also 10 Lebenspunkte. 6 quasi, also 10, ne? Das ist nur 12 wäre besser, also. Kann ich nur empfehlen, ne, Questshop, und da ist ein Ring da drin und ich bin ja großer Fan von den Filmen, nicht von der Serie. Wie gut, lange... Das sind 10 temporäre Lebenspunkte auch. Wie lange hält sich Magic Stone? Eine Stunde. Eine Stunde? Hm? Dann müssen wir ihn schnell finden, oder? Kann ich auch später noch casten. Hm. Aber ich würde schon mal dann zu dir gehen und... Eine Minute, Entschuldigung. Eine Minute? Ja. Oh, okay, ja, dann mache ich das nicht. Nee, es wird keinen Sinn ergeben. Okay. Bei einer Stunde schon. Das heißt, du kommst jetzt langsam auf mich zu, gehst dann wieder weg. Ja. Okay. Ja, hab's mir anders überlegt. Ich freue mich kurz und bin dann traurig. Okay. Diese Wirkung habe ich also auf dich. Tilvin kommt auch nochmal auf dich zu, lieber Gnag. Und darf ich mich zu euch setzen, während die anderen sich vorbereiten? Natürlich, wenn es euch nicht stört, während ich mein Horn durchblase. Nein, so wie... Ich wollte noch einmal sicher gehen, dass wir auf der gleichen Seite stehen. Ich weiß, dass ihr sicherlich eine schwierige Zeit durchgemacht habt, aber egal, wie oft ihr versucht habt, mich aus diesem Kloster zu holen, ich bin euch nicht böse. Ich sitze da und mache... Es ist ja auch nichts Persönliches mit euch gewesen. Es war ja auch nur... Wo waren wir? Es ist ganz in Ordnung. Es ist nichts Persönliches. Ich habe auch keinen Groll gegen euch. Es ist nur diese verdammte Fessel und dieser... Nun, ihr kennt ja euren Schwiegervater. In Spee. Mein Herr und Meister, ja. Aber was ich euch... du bist ja Herr, vergiss es. Ja, mein Schwiegervater in Spee. Was ich euch damit eigentlich nur sagen will, ist... Diese Frau da und diese zwei Begleiter... Glaubt mir, wenn sie etwas versprechen, euch zu helfen... Dann tun sie das auch, solange ihr ihnen helft. Ich gucke dann rüber, sehe, wie die Ameisen von ihr so rumwurschteln, wie sie auf mich zugekommen ist und wieder weggeht. Und wie Mortimer sich selber verzaubert und sagt dann... Eincremt, ja. Eincremt. Und sagt dann, ja, das... Ja. Cremst du dich eigentlich ein und sagst dabei, es muss mit der Lotion eingerieben werden? Leicht. Wie dem auch sei. Ihr seid gerade am Machen und Tun.
Und ihr seht in der... Was habt ihr für eine passive Wahrnehmung? 16. Was ist das denn jetzt? Perception. 18. Ich habe Passive Investigation sehr hoch. Ihr seid gerade noch im Gespräch oder seid am Machen und Tun und ihr beiden seht auf einer so eine Art Ridge, auf einer so einer Art kleinem Vorsprung, wahrscheinlich so 200 bis 300 Meter, seht ihr eine Gestalt oder mehrere Gestalten, sehr schlank gebaut, die auf einer Art Echse, auf einer vierbeinigen Echse in Pferdegröße stehen und euch zuschauen. Die Menschen aus der Hohlerde. Mit King Kong. Ich sag das Tilvin. Er guckt dorthin. Macht er den anderen auch da aufmerksam? Oder? Ich sag's gezielt Tilvin, aber ich sag's nicht so leise, dass ihr es nicht mitbekommen würdet. Tilvin guckt dich an dabei. Hattet ihr schon mal das Vergnügen mit denen dort? Wir sollten uns auf jeden Fall schnell hier... Wir sollten schnell hier gehen. Was sind das für Leute? Das besprechen wir im Laufen. Wie viele Pfeile haben wir für sie ready gemacht? Gib mir mal die 10. Das hört sich nicht gut an. Das ist kein D10. Eine 6? Ich glaube, das ist ein 6 Pfeile. Okay. Okay. Ich würde zur Gruppe kurz noch sagen, also ich kenne mich sehr gut eigentlich mit anderen fremden Kreaturen aus. Ich kann da bestimmt irgendwas verhaken. Ja. Du weißt auf jeden Fall, also du weißt hundertprozentig, dass es in diesem Gebiet, und das ist auch einer der Gründe für die orkischen Vorposten, nicht nur wegen Menschen und Elfen und Co., sondern auch, weil es zwei Städte gibt hier in der Schneise. Einmal Bavrok, das ist die Orkstadt, und einmal aber auch Saira Namor, das ist eine Drow-Stadt. Das heißt Dunkelelfen, die hier auf Maligol dafür verschrien sind, dass sie eher der dunklen Magie sich zugewandt haben und sehr, sehr isoliert quasi leben, sehr kriegerisch sind. Es ist ein Volk, wo die Frauen an der Spitze stehen, die Matronen quasi, und die Männer quasi eher in zweiter Riege dabei sind, und dass sie die Spinnengöttin Loth anbeten. Eine Göttin, die unglaublich brutal ist, die teilweise ihr eigenes Volk gegeneinander hetzt quasi und wo Gewalt und Mord und Totschlag herrscht. Okay, dann ist da auch ein Dryder dabei? Dann würde ich... Kein Dryder, es sind wirklich, an der Stelle sind es einfach nur anscheinend Drow auf eine Art große Bartagame oder sowas in der Art und Weise. Okay, dann würde ich zu euch sagen, also ich kann... Dass sie auch sehr verfeindet sind mit den Orks, ne? Also das ist... Ich kann sehr gut mit anderen Kreaturen reden, aber mit denen nicht. Wir sollten wirklich jetzt schnell gehen, weil sonst können furchtbare Dinge passieren. Haben die dort eine Riesenechse? Ja, sie reiten wahrscheinlich da drauf, die Drow. Die reiten auf einer Riesenechse? Die reiten auf Riesenechsen. Hier gibt's Riesenechsen. Wir können irgendwann anders uns mit denen anfreunden. Als erstes kümmern wir uns um den Tod. Die haben Riesenechsen. Ja, wir kümmern uns als erstes um den Tod der großen Wurmgeschichte und dann um die Echsen. Aber die haben Riesenechsen. Dann kümmern wir uns wieder. Die wissen, wie man solche großen Tiere zähmt. Vielleicht können die den Wurm auch zähmen. Ich nehme dich und zieh dich ein bisschen weiter. Ich winke. Ich zieh dich weiter. Winke. Ich zieh dich mit beiden Händen weiter. Ich warne sie nochmal und sage, sie sollte definitiv aufhören zu winken, weil sonst wird's... Ihr merkt auch, dass irgendwann, in dem Moment, wo ihr so 100 Meter weiter seid, dass die Figur in der Mitte, die weibliche, einmal so macht und auf der Stelle machen diese... Wesen kehrt und gehen quasi hinter den Hügel wieder aus eurem Sichtfeld raus. Die hätten uns bestimmt geholfen. Ich bin mir sicher, die sind nicht weggeritten. Das, was ich aus der Region hier kenne, ist irgendwie nicht die Sicherheit. Wahrscheinlich waren das Kundschafter und haben geguckt, ob wir vielleicht mit den Orks unter einer Decke stecken oder sowas in der Art und Weise. Nee, natürlich nicht mit Orks, aber mit Goblins. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier keinen zu großen Ärger machen. Ich habe keine Lust, heute Abend zu sterben. Vielleicht sollten wir einfach den Goblin verkleiden. Wieso soll man mich verkleiden? Ich sehe gut aus. Wir könnten ihm ein paar Haare von dir ankleben. Ich habe buschige Haare und Koteletten. Ich meine, von mir. Rasieren und ins Gesicht kleben, ja, dann sieht er nicht mehr aus wie ein kleiner... Könnten wir das machen, aber warum? Weil du hast doch auch Haare. Aber keine kleinen buschigen Haare. Ich verstehe. Ich meine, wir könnten das natürlich... Wir sollten das nicht machen, genau. Das ist, glaube ich, sehr böse gerade auf uns. Aber ich bin gespannt, wo die Idee hinführt. Ja, wenn wir den Tabaski rasieren, dann haben wir die Haare direkt auf der richtigen Länge. Können sie dir ins Gesicht und auf die Hände kleben und dann siehst du auch aus wie ein kleiner Tabaski.
Ich bin mir sicher, dass das nicht so funktioniert. Tabaxi, ich bin keine scharfe Soße. Nicht Tabasco. Tabaski. Tabaxi. Aber scharfe Soße wäre auch würzig. Gut, also auf zum Wurm. Und ich würde langsam in Richtung des Wurmes gehen. Scharfe Soße und Wurm. Gut, du weißt nicht, wo es hergeht. Nach 10 Metern hörst du auf und wartest auf Tilvin. Und es dauert auch gar nicht mehr so lange. Irgendwann kommt ihr tatsächlich zu einer Ebene, die euch so ein paar Meter quasi runterführt. Hier ist die vulkanische Aktivität nochmal ein bisschen stärker. Es gibt etwas breitere Lavaströme. Und ihr seht auch in der Entfernung dort einen aufgewühlten Hügel. Es sieht nicht so aus, als wäre dieser Hügel natürlich entstanden, sondern würde aus einem aufgewühlten etwas aus Schutt und vielen verschiedenen Steinen, die nach oben gesprengt worden seien, die anscheinend dadurch entstanden sind, dass hier entweder etwas rausgekommen ist oder reingekrochen ist. Ihr würdet so schätzen, das Ganze hat einen Durchmesser von 3 Metern und innen drin wird es aber nochmal deutlich größer, höhlenartiger, verstrickter. Also kennst du den Weg? Nun, ich glaube, er ist ersichtlich dort unten. Gut. Die Frage ist, gehen wir runter oder sollen wir ihn nach oben locken? Was habt ihr vor? Wir haben viel geredet, aber... Ja, wir sollten ihn nach oben locken, weil sonst sind wir in der Falle. Ja. Wir haben doch unseren Dudelsack-Spieler und Würmer mögen Dudelsack. Ja, du wolltest doch wie Warm You singen. Ich hole meinen Dudelsack raus und gehe nach vorne. Aber ich sehe nicht... Vor den Eingang oder wo? Vor dem Eingang, ja. Wollt ihr mich vor dem Eingang haben oder... Also ich glaube, wenn du auf deinem Sack spielst, kommt der Wurm von ganz alleine. Boah, was ist das denn heute, Leute? Es liegt an ihm. Ja, es liegt an ihm und er lässt gegen einen Wurm kämpfen. Mit Stacheln. Das sind meine Instrumente. Warum hast du dir auch ein Horn zum Blasen und einen Sack ausgesucht? Ich habe auch eine Laute, aber die Ameisen spielen immer da drauf. Okay, soll ich jetzt meinen Sack da vorne... jetzt sag ich dann... Sorry, Mann, ich versuche jetzt... Soll ich jetzt meinen Dudelsack da vorne spielen oder soll ich den hier spielen? Aber oder wenn du den Dudelsack spielst, dann kannst du doch nicht dazu singen. Ich guck, ob da irgendwo... Während die sich unterhalten, guck ich, ob da irgendwo Geröll ist, was man da so runterschmeißen kann oder was... Ja, voll kann. Also da ist alles quasi Geröll. Du kannst mir... Pass auf, du findest nicht nur das Geröll, sondern du findest auch einige Leichen von Orks. Gut, ich nehme ein paar Leichen und schmeiß die da runter. Wie wär's, wenn wir einfach ihn auf den Leichenberg stellen und ihn dann wie wir Warm You singen lassen? Ich will aber nicht auf Leichen stehen. Also Leute, ich bin hier schon dabei. Du gehst erstmal zu den Leichen, du gibst mir einen Athletik-Check erstmal. Das sind ausgewachsene Orks mit Rüstung. Wollen sie schon? Doch sind die schon lange tot? Nö. Aber ich muss doch nicht einen ganzen Ork nehmen, ich nehme halt einen halben. Willst du die zerschneiden? Die sind an einem Stück. Nein, die sind doch. Wieso sind die an einem Stück, wenn die vergammeln? Die sind noch nicht so lange da am Liegen. Oh, wenn die vergammeln, dass sie kein ganzes Stück mehr sind, dann sind die Suppe. Elf. Du ziehst da dran, du schleifst sie quasi. Du schaffst es, sie zu schleifen, so langsam aber nicht zu werfen. Du könntest dir aber die Zeit nehmen und die quasi einfach ein paar Meter über den Boden schleifen und dann in die Höhle schieben. Ja, das würde ich machen und ich würde dir auch sagen, wenn du jetzt den Lockvogel spielst, dann bist du nicht mehr lange. Macht euch bereit. Also die sind noch nicht lange tot, aber man sieht im ersten Blick, dass sie tot sind. Ja. Okay, schade. Und dann ziehe ich die da weiter runter. Ich finde das widerlich. Ich würde sagen, der eine Tote da ist Brock, der hat mir noch Geld geschuldet. Ja, dann greifen seine Taschen. Ich würde anfangen, in seinen Taschen zu gehen. Okay, die sind ja auch. Ja, finde ich legitim. Nachforschung bitte, einmal bitte. Also Investigation. Ob sogar da etwa einen Toten aus? Nein, macht ich euch nur bitte kampfbereit. Dankeschön. Wo soll ich stehen? Wo soll ich stehen? Ich hab 10. 10 insgesamt. Machen wir mal ein D4. Dass du. Genau. Das ist der kleine Dreieckige. Und vielleicht mit Tod. Ich hab mich eingecremt. Irgendwas, wo du hinterstehst oder so. Okay. Eine 1. Von dem D4, du findest eine Silbermünze. Da ist die. Das ist meine. Steck sie ein. Es ist die Silbermünze hat die gleiche Kerbe an der Seite, die du ihm verliehen hattest. Ich küsse die Münze. Ich würde mich in die Nähe von einem Lavastrom stellen, damit ich meine Pfeile anzünden kann. Ich würde mich auf Distanz stellen, dass ich aber trotzdem einwirken kann. Also,
live dreht seine Runden und schaut jetzt auch nicht, dass uns Drows in den Rücken fallen. Und ich würde den Goblin mitnehmen. Dass der nirgendwo alleine steht. Ich glaube nämlich nicht, dass der weiß, wo er stehen soll. Stellt euch gerne hin. Gut. Also ich brauche auf jeden Fall eine Position, wo ich ein Bein auf einen Stein draufstellen kann. Dass ich so... Du bist ja der Lockvogel. Ja, genau. Dann kann ich auch den Dudelsack hier so reinpressen und dann geht das leichter. Wo ist der Eingang? Zeige ich euch gleich. Das Ding ist halt so, stellt euch mal vor, jetzt kommt gleich ein Wurm und der ist winzig klein, weil der immer nur aus den Höhlen rausgebrüllt hat und durch das Echo sich angehört hat, dabei ist der so... Ihr steht mittlerweile ziemlich lange davor. Ziemlich lange davor. Und überlegt, was passiert. Was machst du? Ich sag, jetzt ist es soweit. Ich hol jetzt meinen Dudelsack raus und jetzt wird losgespielt und fang an zu performen. Ja, ihr hört den Dudelsack am wirklich möglichst laut am Spielen. Das, was ihr als nächstes merkt, ist, dass die Erde unter euch anfängt zu vibrieren. Und nicht nur da, wo du bist und nicht nur irgendwo lokal, sondern überall um euch herum. Es vibriert und vibriert und vibriert weiter. Es ist mittlerweile auch ziemlich weit schon am Abend. Bis ihr die Lava vor euch, neben euch, anfangen seht, dass sie blubbert. Ein Lavabecken, ein kleineres, fließt auf einmal ab. Oh. Quasi nach unten. Da hat jemand Stöpsel gezogen. Das ist ein Lava. Und ihr merkt, egal was das ist gerade, es kommt näher. Also, da hätten wir auch drauf kommen können, ne? Dass er in so einer Region, wenn er da lebt, Resistenz gegen Feuer hat. Sibyl und Gnag. Gib mir einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Obwohl ich da vorne mit den Leichen auch hantiere. Obwohl du vorne mit den Leichen hantierst, ja. Wie geht er nach dem Geräusch? Vibration. Eine 11. Eine 11? Aber ich habe meinen Luck. Hab ich 12, ja. Okay. Ich hab eine 13. Gut. Möchtest du Inspiration einsetzen oder nicht? Dass wir einfach nur nochmal neu würfeln? Ja. Wenn du dir nicht sicher bist, musst du sagen. Ich versuche nochmal neu zu würfeln. Da musst du das, darfst du das bessere Ergebnis dann wählen. Okay. Also bitte. Eine 16. Du merkst es früh genug. Unter dir bewegt sich die Erde. Es ist ein richtig lautes Grollen zu hören. Du bist gerade noch am Machen und Tun. Du bemerkst es nicht frühzeitig. Unter euch schießt ein riesiges Ungetüm nach oben, meterweit quasi in die Luft. Und dort, wo es in der Luft steht, und das ist locker 3 bis 4 Meter überhalb der Erde, ist noch lange nicht Schluss. Und ein riesiger, purpurner Wurm mit einem riesigen weißen Gebiss und etwas hellerem Bauch, guckt auf einmal aus dem Boden raus. Ihr beide werdet jeweils 5 Fuß nach hinten geschoben und bekommst du die Hälfte an Schaden. Du bekommst 9 Schadenspunkte und du bekommst 4 Schadenspunkte. Und dieser purpurne Wurm, Ben hat wieder gebastelt. Oh Gott. Kommt quasi... Der ist ja gar nicht so groß. Nach oben. Und Tilbin hörst du in dem Moment nur schreien, Gott sei Dank, es ist ein Junges. Ihr würfelt mir bitte alle auf Initiative. Und wo ist die Mama? Das ist ja egal, wir müssen nur einen Wurm töten, oder? Hast du gerade den Würfel weggewürfelt? Ja. Ben, hast du eine Regel für Initiative, eine Net One? Ja. Hast du? Schön. Okay, Gnag, du wirst nach hinten geschubst, stehst jetzt vor diesem riesigen Wurm, diese geifernden Zähne gucken dich im Endeffekt an, bewegen sich, zittern an dieser Stelle leicht. Du kannst auch direkt sehen, im Maul befinden sich noch einige Knochen, Kadaver, Kleinvieh, Tiere, vielleicht auch irgendwelche Gegenstände, die noch nicht ganz verdaut sind. Was tust du? Schreien. Ich guck ihn an, ich mach und renn weg. Du willst wegrennen? Ja. Weil du es noch nicht kennst. Wenn du an einem Gegner dran stehst und du wegrennst, provozierst du einen Gelegenheitsangriff. Das heißt, er kann dich einmal angreifen. Das kannst du aber verhindern, indem du eine sogenannte Dodge-Action nimmst, was im Endeffekt einfach nur ist, du nutzt deine ganze Aktion, kannst danach also nicht mehr angreifen, aber du kannst quasi weg von ihm rennen, ohne dass er dich angreifen kann. Also du kannst dir das vorstellen wie
du rennst zickzack, zickzack, weicht's aus, sowas in der Art und Weise. Würdest du das gerne machen? Dark Souls Rolle. Okay. Wie viel Bewegungsrate hast du? Das ist, wo steht die Bewegungsrate? In dem Sheet 30 hat er. 30? Okay. In welche Richtung würdest du gerne abhauen? In eure Richtung. In diese Richtung dann? Können wir bitte dauerhaft das Spielfeld sehen bei sowas? Das wäre sehr lieb. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gut, dann platziere ich dich hier. Okay, du rennst tatsächlich an diesem Lava-Ding vorbei. Rechts und links schlagen noch Steine ein, die dieses Wesen halt aufgestoßen hat. Aber du schaffst es dann tatsächlich wegzugehen. Als nächstes ist tatsächlich Tilvin dran. Tilvin stößt dich quasi an der Seite an und sagt, Alena, dort! Gott sei Dank, es ist ein Jungtier. Und Tilvin nimmt eine kleine handliche Armbrust vom Rücken, zielt und versucht auf das Ding zu schießen. Und du merkst aber einfach nur, dieser kleine Bolzen geht an den Rückenpanzer quasi dieses Wurms und prallt ab und irgendwo in der Lava liegt jetzt ein Bolzen und segnet das Zeitliche. Er guckt dich an dieser Stelle an. Wir müssen eine andere Position einnehmen. Und Tilvin läuft in Richtung Höhleneingang. 6 Felder. 5, 10, 15, 20. Kannst auch quer gehen, das zählt auch. Genau. So, ja, das schafft reicht. Er das von der Range oder ja, das, weit? Ja, das ist easy, das schafft er. Okay. Gut. Ansonsten schreit er auch nur noch, den Bauch, ihr müsst den Bauch treffen, hinten ist es deutlich besser gepanzert. Das war's davon und Sybil, du bist dran. Ich stehe an seinem Rücken. Rein theoretisch würde ich es schaffen, mit meinen Kurzschwertern, mithilfe dessen, seinen Rücken zu erklimmen und ihn zu reiten. Um dann die Schwerter in ihn reinzustechen. Wie so ein Algaid-Musik. Ja, klar, das kannst du versuchen. Kannst du versuchen. Gib mir bitte einen Akrobatikswurf. Willst du Lucky schon vorher einsetzen? Ja. Gut, dann kannst du mit Vorteil gerne geben. Das heißt zweimal würfeln. Ja, und das beste Ergebnis. Einmal eine 7 plus 5. Und eine 19 und 5. Eine 19 plus 5, das habt ihr noch nicht gesehen. Du nimmst das eine Kurzschwert quasi in der fliegenden Bewegung von dem, da oben ist die Klinge, wechselst du das und wie ein Bergsteiger mit der Klinge zwischen zwei Schuppen hinten, zack. Du weißt, dass sie hart sind dort und stabil auch halten, dank Tilvin, aber du nutzt das nicht als Vorteil, um von vorne anzugreifen, sondern um die eine große Schuppe zu nehmen, die zweite große Schuppe. Und innerhalb der nächsten 6 Sekunden, die übrigens so ein Zug auch dauert, schaffst du es, auf dieses Ding dann zu klettern. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wahrscheinlich eher nicht. Du kannst dich mal vorne ans Maul stellen. Ich glaube, ganz vorne ans Maul. Die Zähne könnten dich irgendwie halten. Nee, auf da drauf. Ich glaube, das funktioniert schon. Geht das? Irgendwie? So ein bisschen? Wenn es nicht geht, ist auch nicht schlimm. Ja, du wirst einfach gegessen. Genau. Du stehst auf... Du stehst auf einmal da drauf und von irgendwoher hörst du nur ein... Ihr hört das jetzt nicht, Leute, weil wir Sound hier quasi innehaben, aber die Dune-Musik ertönt gerade. Bitte verklagt uns nicht. Gut, du stehst jetzt auf dem Ding drauf, das war aber auch deine Aktion. Möchtest du noch irgendwas sagen? Stirb, du Mistvieh, ich möchte dich melken. Hat sie nicht aber Doppelangriff? Ja, aber es ist eine Aktion. Es ist ja eine Aktion für den Doppelangriff, aber du bist jetzt oben auf diesem Viech drauf und es versucht dich tatsächlich auch irgendwie irgendwo abzuschütteln, was anscheinend noch auf jeden Fall nicht gelingt. Jetzt ist der Wurm tatsächlich dran und der bewegt sich für die Lava kann er so nicht kommen. Geht nach rechts zu unserem Kollegen. Sag mir erstmal, wo er genau hingehen soll. Zum Dudelsackspieler. Zum Dudelsackspieler. Genau. Ja, und wenn das jetzt nicht angelockt. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann hole ich gleich. Genau. Geht zum Dudelsackspieler. Und der Dudelsackspieler sieht, dass das Maul aufgeht, da sich eine zweite und eine dritte Zahnreihe befindet in diesem Moment. Und jetzt versucht, dich zu beißen, mein Lieber. Gott. Ich meine, es hat gehalten. Anne schlägt noch. Er hat Milchzähne. Kannst du das mal als qualifizierte Kleberin da draufkleben? Qualifizierte Kleberin. Vielleicht kann sie auch stehen an der Stelle. Vielleicht geht das ja. Ansonsten habe ich noch mehr Kleber. Hier, gehen wir noch mehr, bitte. Have fun.
Gut. Ja. Wo bist du denn? Bist da. Er versucht dich zu beißen und dieses riesige, gewaltige Biss kommt auf dich nieder. Würfelt eine Net One. Und du kommst gerade noch zur Seite weg und dieses Gebiss rammt sich in den Boden rein. Und du merkst, dass das Viech auf jeden Fall taumelt. Und auch einiges an Schaden erleidet, dadurch, dass es dich ja ordentlich verfehlt hat, kann man fast schon kann sagen. Kann ich nämlich meinen Langhorn so quer in den Mund noch schieben, während ich wegspringe? Für die Net One, gib mir mal einen Fingerfertigkeit. Oder eine Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Reine Geschicklichkeit. Acht plus Armband 4, 2, 10. Ne. Also du versuchst es, aber das ist so schnell unten und hat sich so jetzt vergraben in vielen Steinen und Co., dass es leider nicht funktioniert. Du siehst das, lieber Mortimer, siehst aber auch gleichzeitig, dass der Schwanz sich im Endeffekt einmal dreht und versucht dich jetzt mit dem Schwanz zu treffen als zweiten Angriff. Was, von da hinten? Nicht dich, sondern du siehst das nur von hinten, weil du quasi den Schwanz siehst. Es dreht sich, du bist noch nicht dran. Und dieser Stachel versucht dich zu treffen, trifft eine 21. Jetzt guckst du auf deine Rüstungsklasse. 12. Wenn der Angriff höher ist, dann trifft das quasi immer oder gleich würde auch schon treffen. Das heißt, 21 trifft und schleudert dir quasi entgegen Folgendes. 6, 7, 11 Schadenspunkte. Ich kann nicht heilen. Ja, du wirst gestochen und du merkst aber auch gleichzeitig, da wird Gift injiziert von diesem Stachel. Du musst mir einen... Regt sich was? Ja, es ist sehr, jetzt sehr schwierig, dass du natürlich der Erste bist, der darunter leidet, aber du musst mir einen Rettungswurf für deine Konstitution geben. Das heißt, einen D20. Da den Constitution Saving Throw dann wieder. Okay, den hier. Genau. Und den würfelst du mir einmal gerne, bitte. Ja, wo war das? 17 und dann Constitution. Den Constitution, ja. Da habe ich... 17 ist das. Ja, easy. Du merkst das schnell genug und nur ein Teil des Giftes kommt quasi bei dir an. Du bekommst nur 3 weitere Schadenspunkte. Hab ich null. Okay. Ihr merkt, er zieht sich den Stachel zwar früh genug wieder raus, aber dieser kleine Goblin kippt in dem Moment um und ist nicht tot, bewusstlos. Der ist gleich noch Saving Throws, außer der Wurm. Ihr hört auch ein lautes in dem Moment, wo er auf seinen Dudelsack fällt. War nicht so standhaft, der Junge. So, als nächstes... Wo haben wir es denn? Es war ja aber auch nicht geplant, dass dieser Wurm bei euch da runtergeht. Ist Mortimer dann. Oh. Okay. Boah, ich muss gerade mal überlegen. Merkt er, dass alle gerade Angst haben? Also, Alena, nee, Sybil ist er, aber... Hat er die Angst in Alenas Augen gesehen? Hab ich Angst? Sag du mir das bitte. Okay, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich sieht er, dass ne, du zumindest riesigen Respekt vor diesem großen Wurm hast. Und er, Mortimer hat gerade gesehen, was mit seinen... Also noch ist die Freundschaft natürlich nicht so groß, weil wir uns gerade erst getroffen. aber sieht, was quasi passieren könnte mit seinen Freunden. Und deswegen ist er richtig, richtig sauer. Und man sieht plötzlich... wie wieder so grüner Dampf rund um Mortimer herumschwebt und er plötzlich größer scheint, als er eigentlich sein sollte, die Augen richtig dämonisch leuchten und mit einem tiefen, plötzlich nicht mit in diesem Hohn, sondern mit einem tiefen Grollen quasi lass meine Freundin in Ruhe. Und das Ganze aber begleitet von so einer zweiten Sprache, die ihr aber nicht versteht. Mhm. Und ich caste Course 4 auf den Wurm. Wisdom Saving Throw 15. Okay. Jetzt hoffe ich, dass der Wurm, ich weiß gar nicht, was der für einen Wisdom wert. Oh, wahrscheinlich keinen guten, also könnte das echt gut funktionieren. Immunität gegen Zustände vergiftet. Ansonsten, ja, Wisdom Saving Throw. Was muss das haben? 15. Castest das, es flackert leicht und du merkst in dem Moment, wo du das castest, dass dieser Wurm auf einmal ablässt dabei und sich langsam versucht wieder in den Boden zu graben. Hey.
Es ist noch nicht passiert, aber du merkst auf jeden Fall, das, was, egal was du gerade gemacht hast, es hat Wirkung gezeigt. Okay. Also 4 ist halt einfach nur, er kann sich mir nicht mehr nähern, also willentlich zumindest nicht. Ne, außer du schubst ihn oder sonst was. Er kann sich mir willentlich nicht nähern und er hat Disadvantage auf Saving Throws, auf, also eigentlich auf alle Ability Checks und Attack Rolls. Okay, bist du fertig? Du kannst dich noch bewegen oder sowas, kannst du machen. Nur ich glaube, die Position passt erstmal, weil er ist ja, und ich bin ja in seinem Rücken und er kann sich mir sowieso nicht nähern, ich weiß das ja. Dass er ja, also ne, er hat gerade Angst vor Mortimer. Deswegen. Okay. Ja, ihr seht einfach nur so einen dämonischen Mortimer gerade. Ich überfordere das Ganze an der Stelle sehr. Du gibst mir mal bitte einen Geschicklichkeitswurf einfach. What? Ich habe eine Netz Run geschmissen, ich auf sie. Achso, deswegen. Ich würde sehr gerne was machen, gerade jetzt, wenn er liegt. Geschicklichkeitsrettungswurf. Ne, einen Geschicklichkeitswurf einfach nur. Geschicklichkeit ist Dexterity. Ja. Habe ich ein Plus 5. Aber Saving Throw hast du so noch. Ach. Aber Moment, du. Warte, Saving Throw? Ja, aber du könntest, vielleicht hast du Improvisation. Nee, kein Saving Throw, einfach nur Geschicklichkeit. Achso, okay. Ja. Ja. Okay. Das, was passiert ist folgendes: Tilvin hatte ich ja, wie gesagt, angerempelt und gesagt, ey, guck quasi da und hat mit der Armbrust. Er hat dich leider so hart angerempelt, dass dein Stab auf den Boden gefallen ist. Also. An der Stelle. Dein Stab ist auf den Boden quasi gefallen. Ist er in die Lava gefallen? Er ist nicht in die Lava gefallen. Ja. Aber du musst vorsichtig ihn aufheben. Dafür. Ich hebe ihn nicht auf. Okay, dann kannst du trotzdem was machen. Also den Stab hast du nicht mehr zur Verfügung, aber gut, potenziell die Fäuste. Ich lauf zu dir. Ja. Ich habe ja ein bisschen mehr Movement. Zu wem? 15, 15, 20. Ja, easy. Und. Boah. 3, also 5 HP. Plus 2 immer auch in dem Ding, ne? Was? Also die beiden Würfel plus 2. Also 7 HP. Ich öffne meinen Trank und gebe den dir. Und während du schon ein bisschen Bewusstsein bekommst, schreie ich dich an. Renn weg, am besten zu Mortimer. Okay. Ich werde wach und ich renn schon. Bin verwirrt. Okay, du bist jetzt gerade prone. Das heißt, du musst gleich die Hälfte deiner Bewegung dafür opfern, quasi aufzustehen, um dann quasi da wegzukommen. Alena hast damit... Denk ich mal alles durch? Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Nee, wie du hast. Hat mir gegeben 7? 3 plus 2 plus 2, also 7, ja. Ja. Gut. Ja, würde ich auch mit der Net One als das war's. Mehr kriegst du von mir auch nicht. Ja. Und du bist dann ja noch auf dem Boden drauf, weil selbst wenn er sich eingräbt, folgst du ihm ja. Ja. So, Gnag, du bist dran. Okay, dann die Hälfte der Lebenspunkte nehme ich jetzt, um aufzustehen. Die Hälfte der... Movement. Genau, der genau. Movement. Die Hälfte der Lebenspunkte. Aber du dürftest jetzt gerade nur einen Lebenspunkt haben, ne? Nee, er hat den Heiltrag ja direkt bekommen. Achso, ja. Genau, also er hat 7 Lebenspunkte. Okay, das heißt, ich habe noch 15 zum Weglaufen. Genau, das sind 3 Kästchen. Okay, und du bist dann aber direkt daneben, quasi, wieder neben dem Wurm. Genau, du redest da richtig. Wobei er ist, pass auf, du kannst das so ohne Opportunity Attack machen, weil ich sage, er ist gerade frightened, er ist komplett drin, da sitzt wir auf ihn drauf, ich würde ihm keine Opportunity Attack an der Stelle geben. Du darfst 3 Felder quasi in eine beliebige Richtung. Ich habe ihn weggezogen. Sind das 3 Felder nur gewesen? 3 kleine einzelne Felder? So 3 Felder dorthin und dann nochmal... Nee, nur 3 Felder insgesamt, weil er muss da aufstehen. Insgesamt, genau. Dann 1, 2, 3, dann da. Ja? Dann wäre es sowieso kein Opportunity. Dann bin ich ja genauso nah beim Wurm. Ich kann ja auch so 1... Also wir können auch da hin. Ja, so weit weg vom Wurm. Ja, einfach. Okay. Ja, du rennst einfach quasi wieder ein bisschen auf das offene Feld, von dem ihr ursprünglich kamt und bis jetzt da. Du hättest noch eine Bonusaktion. Du hättest eine Bonusaktion noch frei. Deine Aktion hast du nicht mehr frei. Okay, Bonusaktion. Bei denen hier? Ja, genau. Was ist mit der Inspiration? Die Gebardic Inspiration hast du ja uns schon gegeben quasi, ne? Die kann er aber mehrmals geben. Okay, das könntest du zum Beispiel machen. Genau, 3 times stimmt. Ja, du könntest uns theoretisch noch eine Bardic Inspiration geben, aber stackt das? Nee, aber die Bardic Inspiration ist ja noch einer einzelnen Person. Ah ja, stimmt, das ist die Bardic und nicht generell Inspiration, ja. Okay, das heißt, ich kann jemandem dann Inspiration geben. Was kriegt die Person dann, wenn sie inspiriert wurde? Die kann auf einen bestimmten Wurf einen D6 addieren. Genau. Könntest du zum Beispiel der Wurmreiterin geben? Ja, dann würde ich dir Weil du inspiriert davon auch bist. Ja, ein Lied noch trällern, während ich wegrenne. Ja. Gerade von den Toten auferstanden. Wie hört sich das an, während du gerade rennst und sie inspirierst?
I'm on the highway to hell und spiel auf der Laute währenddessen. Ja. Laute hast du gerade nicht. Das war immer noch die Ameisen. Du kannst aber auch einfach singen. So, es klingt. Ja, dann singe ich einfach. Es klingt so, als wenn ich eine hätte. Es klingt katastrophal, aber irgendwie ist das auch lustig und charmant, was er da gerade macht. Ja, ist schon ganz okay. Ist schon ganz okay. Gut. Damit ist Tilbin auch dran. Der tatsächlich. Was macht er jetzt an der Stelle? Er rennt, glaube ich, nochmal komplett parallel zum Wurm. Also in die Mitte von dem Ding. Nee. Parallel quasi. Auf der anderen Seite. Eins? Nee. Okay. In meine Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Und nochmal sechs. Sechs. Das reicht. Und jetzt schnappt er sich wieder die Armbrust und versucht zu schießen. Dieses Mal trifft er tatsächlich. Und. Wann war's da? Macht. Ist da jemand in der Nähe? Ja, ne? Ja, wir sind zu dritt in der Nähe. 5, 11, 14, macht. Trifft richtig gut vorne am Bauch. 14 Schadenspunkte. Und ihr merkt, dass der Wurm einmal kurz aufschreit. Und sich kurz einmal aufbäumt und wahrscheinlich auch Tilbin in den Blick fasst. Und Tilbin nur schreit: Hier, du dummes Ungetüm! Leg dich mit jemandem in deiner Größe an! Boah, schieß mir jetzt in den Rücken und so. Das war's auch schon von ihm. Und damit ist Mortimer dran. Ja. Bin ich nicht? Sibyl, ich hab dich übersprungen sogar. Ja, du bist als erstes dran. Dann möchte ich meine zwei Schwerter nehmen und die ihm ins Zahnfleisch bohren. Okay. Gib mir einen. Achso, er hat Augen, aber ich glaube, er hat keine Augen. Das Zahnfleisch ist richtig gut, weil jedes Mal, wenn er den Mund auf und zu macht. Gib mir einen Angriffswurf. Das passiert, wenn man nicht flosst, ne? Dann kriegt man Zahnfleischbluten. Ist der etwas härtere Zahnstein? Auch das. Du hast theoretisch schon Bardic Inspiration, ne? Was war das nochmal? Du kannst einen D6 drauf machen. Eine 3. Kann das eine W6 noch retten? Wahrscheinlich nicht. Hast eine. Also wie viel hast du noch an Proficiency was drauf? Ist die Frage. 6. Ja, okay, dann bin ich jetzt bei 9. Warte mal, darf ich mal? Das ist mein alter Bogen. Ich bin jetzt bei meinem alten Bogen, weiß ich, wo es steht. Ja, du hast aber mehr Proficiency. Du hast A, aber hast der du, Proficiency A hast du hier eigentlich schon. Das ist ja kompletter Schwachsinn, was du hier drin stehen hast. Du hast eine Geschicklichkeit von 20. Das sind plus 5. Du hast einen Übungsbonus, der jetzt plus 3 ist. Das sind. Ist auf Level 5 ist er plus 3, ne, oder? Ja, plus 3, das sind plus 8. Und du hast Archery, was nochmal plus 2 sind. Das heißt, du hast nur plus 10 da drauf. Das heißt, du hast 13. Ich hab, okay, du hast 13. Das heißt, ein D6 kann richtig viel machen. Kleiner Tipp: Eine Bardic Inspiration wäre ganz gut. Dann versuche also, ich das doch. Ich würde jetzt die Armor-Cast wahrscheinlich so auf 14 schätzen oder so wahrscheinlich. Eine 4 noch oben drauf. Ja, okay. Du nimmst dein erstes Schwert, dein erstes Kurzschwert, du bist Rechtshänderin. Nehme ich an? Ja. In der rechten Hand und zimmerst es von oben in den Mund dieses Wurms dabei. Du hörst es einmal nur laut. Du kannst mir mal einen Schadenswurf drauf geben. Der ist ein D6 plus 4. Das ist plus 5, bitte. Du hast plus 5. Das ist, ich weiß noch nicht, wo es beim neuen Bogen steht. Ich habe den kurz vorher erst. Du hast auch ein Proficiency da drauf. Das ist Quartschwert. Du hast sogar eine plus 8 mittlerweile. Da, kann ich mal dein Ding haben? Wir machen das jetzt mal on the fly, damit du das direkt siehst. Ein Stift. Aber schreib ordentlich. Skalpell. Schlitz, 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 Schlitz. In Druckbuchstaben. Dein Baby wird gut behandelt. Es kommt hier. Mir ist es wichtig, dass es immer ordentlich geschrieben ist. Ich hatte auch eine Heftführung in der Schule immer eine 1. Ja. Ich hatte gar kein Heft. Habt ihr kein. Was? Da hat's einen Block gehabt. Habe ich aber auch nicht gehabt. Ja. Hatte ich hier keine Hälfte? Ich hab keinen Flugzeug. Das ist plus 8 und das ist ja. Also, ne, ich hatte den Block, wo alles drin war. Ja, alles Block. Welche Farbe hatte bei euch Mathe? Grün. Mathe ist rot. Ja, danke. Endlich jemand, der vernünftig ist. Okay, Longbow habe ich plus 10. Das heißt, 1d8. Nee, du hast Schwert da plus 8. 1d6 plus 5. Okay. Das ist der Schaden, ne? Ich habe eine 6 plus 5. Eine 6 plus 5? Das ist eine 11. Das ist eine 11. Das ja, ist gut. Dieses Schwert rammst du wirklich tief rein in das Zahnfleisch. Und wenn du Glück hast, ergibt das eine geile Maulsperre dabei. Ja. Also es hat den Mund gerade offen
Du bist nicht sicher, ob es jemals komplett geschlossen ist, aber es ist jetzt sehr, sehr schwierig, das willentlich irgendwo zu schließen. Mhm. Was möchtest du mit der Nebenhand nochmal angreifen? Ja. Gut, dann darfst du jetzt mit einem Vorteil angreifen, weil auch das ist im 2024er Regelwerk so, dass ihr durch den Einsatz von Kurzschwertern eine Weapon Mastery bekommst als Ranger. Die ist weg, das heißt, bei deinem nächsten Angriff, was du mit dem Kurzschwert schon gemacht hast, darfst du dir jetzt selber einen Vorteil geben, also gerne nur einen Angriff. Das heißt, einfach wieder normal die 20 werfen? Mhm. Okay. Aber mit was greift sie dann jetzt an? Hat sie zwei Kurzschwerter? Ja, zwei Kurzschwerter. Mhm. Ah. Eine 18. Ja, easy, trifft. Ja. Du darfst nochmal werfen. Warte, du darfst nochmal keine Natural 20 werfen. Vielleicht wirst du eine Net 20. Dann wirf nochmal. Eine 15. Nee. Aber ja, du hast auf jeden Fall getroffen. Noch einmal bitte gerne den Schaden. Aber bei... Eine 1. Beim zweiten plus kommt 5. er auch noch. Beim zweiten kein Plus drauf. Nee. Eine 1 einfach nur? Ja. Okay. Das zweite Schwert rammst du auch rein, aber du ziehst es wieder zurück, weil du merkst, es war eher ein Kratzer. Der Wurm hat hin und her geschaukelt und es hat nicht so funktioniert. Du nutzt das zweite Schwert dann aber auch wieder, um dich wieder feste daran zu haken. Und jetzt darfst du mir mal einen Geschicklichkeitsrettungswurf geben. Wir sind hier oben. Hm. Genau. Weil der Wurm versucht dich jetzt natürlich in der Runde runterzuschmeißen. Eine 11. Eine 11? Hm. Okay. Und du ziehst das Schwert zwar mit runter, aber du landest wieder daneben. Also habe ich jetzt ein Schwert, das andere steckt drin. Das ist richtig. Okay. Du kannst dich direkt daneben stellen, die Seite darfst du gerne bestimmen. Mortimer, du siehst dieses Spektakel gerade. Es sieht sehr, sehr abenteuerlich aus. Du siehst aber auch... War der Wurm schon dran? Hat er schon seinen... Der Wurm hatte seinen Wurf schon, ja. Achso, der kann ja jede Runde einen Wisdom Saving Throw machen, wegen Frightened. Ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Hat nur 19. Das heißt, der Wurm ist jetzt auch wieder klar im Kopf. Okay. Schade. Warum habe ich was gesagt? Ich finde aber immer noch, dass ich sehr bedrohlich aussehe und immer noch sauer, weil ich auch sehe, dass gerade Sybil abgeworfen worden ist. Und deswegen behält er so sein dämonisches Äußeres und sein Glühen. Also ihr wisst ja, Mortimer hat ja so zwei Modi. Einen, wenn seine Freunde bedroht werden. Und einmal Super Saiyan. Ja, und einmal Super Saiyan. Und castet wieder in einer unverständlichen Sprache mit so einem tiefen, kehligen Toll the Dead. Und das ist wieder ein Wisdom Saving Throw. Von 15, gut, dass gerade schon die 19 kam. 16. Dann ist es trotzdem noch ein Einer. Schade, sonst wären es zwei gewesen, ne? Oder? Nee. 2d8. Oder? Warte mal. Es sind 2d8, die Hälfte davon. Einer seiner Trefferpunkte. Nee, das 2D sind es, weil ich schon Level 5 bin, sonst gar nicht. Ja, das stimmt. Wenn dem Ziel. Sonst ist Missing Health, das hat er ja. Sonst wären es 2D12. Ja, du hast vollkommen recht, er leidet gar nichts. Ich hätte 24 Damage bis zu 24 machen können. Boah. Ja, weil ihm schon was fehlt. Das stimmt. Ja. Hat nicht funktioniert. Ja, du merkst, dass Toll the Dead nicht so wirkungsvoll gegen diesen ist. Ihr hört zwar eine laute Totenglocke, aber irgendwie scheint es den Wurm an dieser Stelle nicht zu stören. Alena, du bist jetzt wieder im Vollbesitz deiner geistigen... 25-prozentige Chance nur, ne? Also 75% Hinchance. Deiner geistigen Fähigkeiten, was tust du? Also, ich habe gerade nicht ganz mitbekommen, was hat der Wurm in seiner Aktion nochmal gemacht? Der Wurm hat hat er Sybil später versucht runterzuwerfen und ansonsten hatte er... Ich hatte das Gefühl, er hatte keine Aktion. Er hatte eine Aktion, 100%. Wobei, stopp, er hat wirklich keine Aktion gehabt. Bist du sicher, dass du den... Nee, du hast vollkommen recht. Dann habe ich den tatsächlich übersprungen. Nee, vollkommen richtig. Dann machen wir das an der Stelle einfach mal. Was denn? Der Wurm hatte keine Aktion. Du hast vollkommen recht. Deswegen hatte ich ja gefragt, wegen... Ja, aber er hatte den wirklich nicht gehabt. Sybil, ich würde sagen, du bist dran. Ja, muss ich erstmal zu mir umdrehen. Ja, dann wird er sich jetzt umdrehen. Auch du siehst das Maul. Er wird jetzt den Angriff mit Nachteil machen, weil er eine kleine Maulsperre hat. Trifft eine, boah, so Glück, eine Net 20 und eine 18. Oh, also, warte mal. Ja. Wir müssen gerade zwei Sachen trotzdem noch wiederholen. Die da wäre? Den Saving Throw, ja, weil er ja Nachteil auf Ability-Würfe hat. Er ist doch rausgekommen. Ja, ja, aber... Das hast du ja nicht als Nachteil gewürfelt. Nee, aber ich hatte den ja schon davor quasi. Der wäre eigentlich vor dir dran gewesen. Ja,
Nee, er wär schon raus. Ja, aber der Saving Throw, dass er überhaupt rauskommt, ist ja auch ein Wurf. Also, weißt du, der hat ja Nachteile. Willst du bitte gucken? Das glaubst du mir sowieso nicht. Ich bin eine 16 geworfen. Okay, nee, dann ist alles gut. Okay, also er hat gerade eine 20, eine 20 und eine 18 geworfen. Das heißt, er hat mit Nachteilbar gewürfelt wegen dem Schwert im Mund. Heißt, es trifft aber trotzdem eine 26 wahrscheinlich. Und damit wirst du tatsächlich gebissen. Du bekommst von ihm... Was ist er denn? Da. 13... 20... Du kriegst 22 Stichschaden. Bekommt er selbst nochmal Schaden, weil er das Schwert ja im Maul hat. Und wenn er mich beißt, er sich selbst das Schwert nochmal tiefer reindringt. Ich würde es nicht so handhaben, weil er schon den Nachteil quasi da drauf hat. Mhm. Aber du kannst mir einen, du musst mir jetzt einen Rettungswurf auf deine Geschicklichkeit geben, weil er dich quasi festhält, versucht mit dem Biss. Du bekommst diesen Geschicklichkeitsrettungswurf aber mit Vorteil, da du die Möglichkeit hast, dich an dem Schwert festzuhalten. Das kommt mir so bekannt vor. Ich hatte jetzt letztens erst wieder Dragon's Dogma gespielt. Ich wurde erstmal eiskalt entführt vom Monster. Einfach mitgenommen. Ja, wirklich. Mit Vorteil, ne? Das ist auch schon meine 20. Und ich bin nur 18. Okay. Du kannst dich an dem Schwert quasi festhalten und noch bevor du verschluckt wirst, möchtest du im Maul drin bleiben gerade, wo du bist, und dich am Schwert festhalten, oder möchtest du dich wieder rauskatapultieren? Ich gebe dir beides. Ich möchte im Maul drin bleiben. Dann bist du momentan im Maul drinne. Vor dir siehst du mehrere Zahnreihen, die nicht mehr richtig zugehen, quasi. Du hältst dich an dem Griff deines Schwertes feste, was im Maul gerade irgendwo steckt. Du guckst unter dir, dort ist einfach nur ein meilenweiter Schlund. An den Seiten tropft Gift runter. Du merkst auch, als dieses Gift teilweise deine Kleidung berührt, zersetzt das diese Kleidung auch direkt. Aber du hältst dich feste und bist gerade im Schlund des Wurms. Jetzt ist Alena dran. Du siehst gerade diese Szene. Deine Freundin steckt im Maul des Wurms. Was tust du? Also ich finde gerade eine Fähigkeit nicht, die ich aber weiß, dass wir sie aufgeschrieben haben. Bitte. Stunning Strike. Ja klar, hast du. Ja, aber ich finde sie nicht. Stunning Strike solltest du eigentlich auf Seite Nummer 2 haben. Ich kann aber auch selber mal bei der gucken. Ja, du hast es zugeschickt bekommen. I know. Ja, du möchtest Stunning Strike ansetzen, nehme ich an. Also möchte ich erstmal einmal nochmal durchlesen, tatsächlich. Okay. Warte, ich guck mal eben. Wammerse. Alena Character steht. Also, Stunning Strike bewirkt an sich, dass du deine Fokuspunkte, so heißen die ja mittlerweile. Ja. Einsetzen kannst. Ich guck mal auch hier. Stunning Strike. Aber warum will das nicht? Ich finde die nämlich leider nicht mehr aufgeschrieben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich ein bisschen blind. Dann ist das so. Ich finde es jetzt aber... Genau. Wenn du eine andere Kreatur hittest mit einem Melee-Attack-Weapon, also das kann aber auch sein, dass du deine Hände benutzt, kannst du einen deiner Fokuspunkte nutzen und quasi stunnen. Das Target muss halt eine Constitution-Saving-Throw machen oder wird gestunnt bis zum Ende deiner nächsten Runde. Okay. Wenn ich dann jetzt... Also muss ich jetzt erstmal zuhauen und gucken, ob ich treffe. Das ist richtig. Okay, genau. Gut, dann versuche ich mit meinen Händen zuzuschlagen. Dann schlag mit den Händen zu. Ich muss dir vorstellen, Alena ist wütend. Ich kann und Punchy die Punch, Punch, Punch machen. Ich kann so richtig wie Punchy, Punchy, Punchy machen. Also ich, 17 plus 8 trifft. Würde ich mal sagen, ja. Dann habe ich 1d8 plus 5 Bludgeoning Damage. Das ist eine 8 plus 5. Du schlägst das Ding komplett windelweich, unten wo es weich ist natürlich, am Bauch. Bam, 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 bam. Du merkst, dass vielleicht unten so ein bisschen mit was hochkommt aus dem Magen des Wurmes. Wie viel hast du gesagt? 13? Ich habe 8 plus 5, ja. 13 Schadenspunkte. Der Wurm sieht von außen immer noch ganz gut aus, außer dass er unten sehr viele Dellen am Bauch hat. Aber beeindruckend, was du da gerade rausprügelst. Und dann würde ich jetzt auf jeden Fall direkt einen Fokuspunkt verwenden, genau, um Stunning Strike zu verwenden. Gut, du schlägst nochmal nach und in deinem letzten Schlag ist so viel Ki-Energie drin, dass es einen Constitution Saving Throw machen muss von... Was hast du für einen DC? Ich glaube, der ist 14. Dann gehen wir mit, wie viel Weisheit hast du? Meine... Weisheit ist 16. Dann ist es eine 14, ja. Ja.
2 plus 8 sind 10. Hat er also nicht geschafft. Und in dem Moment, wo du deinen letzten Schlag quasi auf den Bauch... Ich habe noch Multi-Attack. Ich darf, glaube ich, noch mal angreifen. ...dass du auf den Bauch packst, merkst du, dass die ganze Muskulatur des Wurms starr wird. Du merkst, dass die Zähne so etwas quasi erschlaffen und dass quasi der ganze Rachen sich so ein bisschen weitet, weil die Muskeln auch da wie gelähmt sind für ein paar Sekunden. Was machst du? Ja, also ich habe ja mehrere Schläge noch offen, weil ich habe ja Unarmed Strike gemacht. Deswegen darf ich noch einmal für die Multi-Attack zuschlagen und ich darf noch einmal zuschlagen, weil ich ein Monk-Weapon benutzt habe, also meine Hände. Gut, dann schlage ich noch ein paar Mal zu. Gut. 13 plus 8 sollte treffen. Es trifft. Du kannst aber jetzt mit Vorteil werfen, das ist gestunt, ne? Ja gut, Vorteil bringt gerade nicht so viel. Jetzt muss ich wieder meinen D8 suchen, weil ich wieder nicht verwirrt bin, was meine Würfel sind. Das ist mein D8, oder? Ja. Okay. Dann habe ich eine 2 plus 5. Das ist der erste Schlag. Dann mache ich noch den dritten Schlag in der Situation. Das wäre eine 17 plus 8. Und dann benutze ich wieder mein D8 für den Schaden. Das ist eine 8 plus 5. Also nochmal 13. Mhm. Okay. Das, was ihr von außen einfach seht und Tilvin, hörst du einfach nur, los, Alena, zeig's ihm! Und du prügelst da drauf. Mittlerweile siehst du auch eine Gerisse in dem Bauch. Also die Haut platzt so ein bisschen auf. Dir spritzt Geifer und Blut und Gedärme so ein bisschen entgegen. Aber dir ist das in dem Moment völlig egal. Du schlägst und schlägst und schlägst. Und das, was ihr vielleicht auch das erste Mal überhaupt seht, eine wirklich blutüberdurchtränkte, mit so purpurnem Blut durchtränkte Alena, deine kompletten Klamotten, vielleicht stinken sie. Dir in dem Moment fällt das aber gar nicht auf. Du schlägst dich momentan durch die Gedärme dieses Wurmes. Damit ist Gnag von Zag wieder dran. Ja, ich gebe wieder... Du hast auch noch einen... das haben wir nicht eingetragen dabei, aber du hast noch eine Fernkampfwaffe, du hast einen Kurzbogen dabei und auch einen Skimitar. Ein was? Das ist so ein Säbel. Ach so. Ja, dann nehme ich die Fernkampfwaffe doch mal. Du nimmst den Kurzbogen, dann gib mir mal einen Angriffswurf. Das heißt ein D20. Ist er noch zu nah dran? Für einen Kurzbogen? Bist du ganz... Nö. Der ist noch relativ nah dran. Ja, 10 Fuß. Du musst noch einen Fuß quasi einmal zurückgehen. Willst du dann schon in Richtung Mortimer erstmal gehen? Dann laufe ich noch ein Stückchen weiter. Ja, das passt. Also, ne? Okay. Und dann, was soll ich jetzt? D20 und dann deinen Attack Roll Modifier drauf. Zweimal darfst du werfen mit Vorteil wegen dem Stun. Also ich würfel nochmal, bevor du darauf rechnest, nimmst du den höheren. 15 und dann jetzt dein Attack Modifier, der müsste... Das Geschicklichkeit ist das bei ihm ja, der Bogen? Oh Mann, achso, weil du es nicht ausgerüstet hast wahrscheinlich gehabt. Geschicklichkeit. Genau, und dann plus... plus Proficiency. Ja, yeah, wie viel hat er denn Proficiency? Plus 2 ist Level 4er. Plus 2, Geschicklichkeit musst du, musst hier den Wert plus 2, also plus 4 drauf. Insgesamt plus 4, das sind 19, ne? Oder wie viel hat er insgesamt? Okay, 19, ja. Genau. 19 trifft. Dann würfeln wir den Schaden. Das ist 1d6, also der normale Monopoly-Würfel. Der Monopoly-Würfel? Ja, Mensch, ärgere dich nicht. Der Würfel, den wir alle aus Kindheitstagen kennen und hassen. Eine 3. Plus dein plus deine Geschicklichkeit. Plus meine Geschicklichkeit ist die 2 dann, ne? Genau. Okay, dann sind es 5. Ja, du nimmst diesen kleinen Bogen. Es ist zwar lange nicht so viel Schaden, wie die anderen bisher gemacht haben, aber auch dieser Fall trifft zwischen zwei Schuppen hinten dran direkt rein und dieses auch so leicht spritzen. Du bist dir sicher, du hast gerade Schaden gemacht. Du hast beigetragen. Danke. Ich freue mich auch und sage, ja, ich bin der Beste. Wenn ich die Möglichkeit habe, schreie ich dich noch an mit, renn noch weiter weg. Okay, dann renne ich auch noch weiter weg. Dann kannst du dich noch ein bisschen weiter drehen. Dreh mich um und mach dann weiter. Oh Gott. Wie viel kann er? 5 Felder. Richtung Mortimer würde ich dann noch weiter laufen. Er ist nicht mehr frightened, ne? Also er kann theoretisch jetzt auf dich zu. Ja. Okay. Ja, wie läufst du auf ihn zu? Wie sieht das bei dir aus? Aber in Zeitlupe. Mit wabbelnden Armen. Ja. Oh Gott! Damit ist Tilvin wieder dran und Tilvin, der darf jetzt auch mal einen Vorteil angreifen und nimmt ebenso seinen Bolzen. Schießt noch einmal ziemlich genau, nutzt es aus, dass der gestunt ist, nutzt es aus, dass ihr, also dass er einen Vorteil hat, dadurch kriegt er eine Sneak Attack auch, ihr seid ja sowieso in der Nähe und ja, trifft und macht damit auch, wollen wir ihn, 3, 7, 9,
11, 13 Schaden insgesamt. Auch. Ihr dürft jetzt alle mit Vorteil angreifen, weil ich den gestunt habe. Ja, ne? Richtig. Das ist so strong. Das ist richtig, richtig geil. Ja. Er macht auch ordentlich Schaden. Auch da spritzt es nochmal, als der Bolzen der Armbrust einschlägt. Und der Wurm sieht mittlerweile nicht mehr wirklich so gut aus. Sibyl, du bist dran. Habe ich jetzt das eine Schwert, das bei ihm noch drin? Ja, du hängst auch immer noch in dem Rachen. Dann möchte ich das andere Schwert nehmen und wenn es geht, oben ansetzen und dann so runterrutschen, ihn damit aufschlitzen. Quasi in den Magen. Oh, das ist cool. Vorteil. Ja, gib mir einen Angriffswurf mit Vorteil. Weil du weißt nicht, es ist sehr eng da, es ist sehr, sehr schwierig da zu manövrieren und dann nicht direkt runtergeschluckt zu werden. Nicht, dass du in der Magensäure landest. Der erste wäre eine 11. Ja. Und der zweite wäre eine 15. Hast du was drauf? Okay, eine 15 würde treffen. Dann gib mir mal deinen doppelten Kurzschwertschaden. 2d6. Dann darfst du auch den doppelten Wert drauf packen. Also 2d6 und dann plus 10? Ja. Wow. 5. 6 insgesamt und 16. Nee, 16. Der zweite war eine 1. Der zweite war eine 1. 16 Schaden insgesamt, sagst du, ne? Mhm. Okay. Du schlitzt so ein bisschen runter, es ist vielleicht ein Meter, bist du gekommen. Du merkst auch, dass du da ordentlich auch drin steckst, aber er ist noch sehr, sehr hart durch die Schuppenpanzer, die du teilweise auch mal durch musst. Funktioniert es nicht ganz so, wie du dir gewünscht hattest, aber du machst ordentlich Schaden und du merkst auch diesmal wirklich, dass viel Galle und sowas von unten hochkommt. Mhm. Und du bekommst 6 Schadenspunkte. Du merkst, dass deine Beine verätzen gerade. Es ist nicht wirklich gut. Es scheint viel Magensäure unten drin zu sein. Sehen wir das eigentlich? Nö. Die ist in ihm drin, ne? Ja, du bist. Ich schreie dich an. Das hält nicht ewig. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, ob mein BH nicht so lange hält, ob ich meinen Schlüpfer gewechselt habe. Okay. Ich weiß es nicht wirklich. Jetzt ist wieder der Wurm dran. Der kann sich auf einmal wieder bewegen. Warte, bis zum Ende meines Zuges, oder nicht? Nee, end of your next turn. Stimmt, du hast vollkommen... Er kann nichts machen, end of my turn. Deswegen ist dieses Stunning Strike bei einzelnen Gegnern so gemein. Sehr stark. Weil ich werde jetzt nämlich wieder meinen Stunning Strike verwenden. Moment, erstmal bin ich. Lass mich mal ganz kurz gucken. Aber ich glaube, das ist tatsächlich richtig. Attack rolls against the tree judge. Can't move and can't speak. Ja, doch. Ja, deswegen habe ich dir gesagt, der Wurm, das wird schwierig. Alles gut. Wurm ist einfach wirklich nur in dem Moment, kann er sich nicht bewegen. Er fällt auch langsam an, so ein bisschen zu kippen. Mortimer, du bist dran. Ja. Dann, habe ich. Warte mal, wo ist denn mein anderer Cantrip? Caste ich. Wo ist es? Oder ein Blumen? Ich hatte doch noch den anderen nicht. Der mit dem Attack Roll war. Moment mal gerade. Mage Chatman. Warte. Weißt du gerade noch, wie der hieß? Weil ich habe den hier gerade nicht mehr wahrscheinlich. Beim Übertragen auf das Neue. Was suchst du denn? Ich hatte noch einen anderen Cantrip, der auch. Eldritch Blast meinst du aber nicht, ne? Nein, das ist ja Hexmeister, sondern der auf Attack Roll funktionierte. Mhm. Und der. Firebolt? Nein, der war schon Nekromantie. Chill Touch, genau. Ja. Aber der stimmt, der ist jetzt nur auf Touch Area, aber Familia können Touch auslösen. Mhm. Das heißt, ich würde. Live, okay, alles klar. Also, pass auf, ich stelle mir das wie folgt vor. Ne? Mhm. Ihr seht wieder diesen grünen Nebel um Mortimer, der immer noch so dämonisch aussieht. Er sieht, dass du in den Schlund geflogen bist. Und ihr seht, wie Mortimer einfach nur so ein Command gibt und live sturzflugmäßig sich auf dem Wurm stürzt und auf dem landet. Und dann hört ihr Mortimer wieder Worte in einer ziemlich bösen Sprache. Der Schnabel leuchtet auf einmal grün. In einem skelettartigen Grün dabei und piekt auf den Kopf des Worms. Genau, also ich finde aber jetzt sollte er Life is Life singen. Na, 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 na,
Life is life. Gut, da darfst du. Und dann zwei die. Also erstmal Attack. Genau, ich hab's auch gerade gefunden gehabt. Attack ist mit plus 7. Auf Vorteil natürlich wieder. Oh Gott. 25. Das trifft. Und dann 2d10. Ah, 15. 15 Schaden insgesamt? Mhm. Ja, also der Wurm sieht gar nicht mehr gut aus. Er hält noch irgendwie irgendwo Stand, aber du hast dem Gefühl zur Gehirnmasse freigelegt mittlerweile oder das, was das Gehirn bei so einem Wurm sein soll an der Stelle. Überall fallen diese Schuppen teilweise oder Splitter von dem Schuppen auf den Boden, als Live da wie ein Bescheuerter drauf rumhackt. Können wir es einfach machen, dass er wie so eine quasi Rakete dann, ne, grün mit meinem Schimmer quasi so und wieder austritt und dann wieder hochfliegt, sich vorbereitet für den nächsten Angriff? Nee. Nee? Daher, okay. Das wäre. Bei einer Eule kannst du das machen. Geier hat diese Fähigkeit nicht. Das hätte es engagieren können, ohne Opportunity Text zu. Nee, aber du bist oben und der Live haut da halt rauf. Wie bescheuert. Bist du fertig? Ja. Was macht unsere Mönchin? Naja, ich schreie nochmal: Komm da raus! Und greife nochmal mit meinen Fäusten an. Unarmed Strike. Mhm. 6 plus 8. 6 plus 8? Trifft nicht. 6 plus 8? Ja. 14? Doch, trifft genau. Okay, dann würde ich auch wieder einen Keypunkt verwenden, um ihn zu stunnen, wenn das geht. Natürlich. Und mach einmal kurz den Schaden. Schaden bin ich bei 6 für den. Mhm. Ja, es ist nicht so ein großer Treffer, aber du haust im Endeffekt weiter auf das, was da schon ein bisschen flach liegt. Diesmal hat er aber bestanden, den Wurf. Aber das Gute ist, ich kann den so lange verwenden, wie ich treffe, ne? Ja, du hast aber nicht unendlich Keypoints. Ja, aber ich habe jetzt noch genug. Dann mach. Gut, dann mache ich den nächsten Schlag. Das ist eine 13 plus 8, also wird das treffen. Das stimmt, ja. Da verwende ich wieder einen Keypunkt, um Stunning Strike zu machen. Wie viele Keypunkte hast du denn insgesamt noch? Also insgesamt noch gerade 3. Okay. Also genau, 5 insgesamt. Dementsprechend jetzt wieder 2. Also noch 2 und du machst einmal den... Nochmal 2 Schadenspunkte, oder? Nee. Warte. Schaden mache ich 7. Ja. Und du musst mir einmal den Saving Throw ausheilen. 22, ich glaube, das ist bestanden. Okay, dann mache ich das nämlich nochmal, weil du da immer noch drin bist. Und ich habe es ja gesagt, dass du stirbst, wenn das nicht funktioniert. Und das ist jetzt mein letzter, wo ich das ausprobieren kann. Also zumindest für die Runde. Eine 14 plus 8 trifft auch und Schaden bekommt es 10. Mhm. Ja, also der Wurm zerfällt langsam in seine Einzelstücke. Er steht noch irgendwie, aber es sieht wirklich an der Stelle... Das habe ich schon zum dritten Mal gesagt. ...gar nicht gut aus. Du und bist auch nicht mehr sicher, ob der Wurm sich jemals wieder vergraben wird oder kann oder nicht bei dem Versuch irgendwie in zwei Hälften. Aber du merkst, er wird es nicht mehr lange machen. Ich verwende noch einmal den Keypunkt. Stunning Strike. Also einen Keypunkt habe ich danach noch. Er hat eine plus 8 auf Konstitution. Das heißt, also auf die Rettungswurf von Konstitution. Und du merkst, der wird sich nicht mehr bewegen gerade. Warum hast du bei mir vorhin nicht diesen großen Würfel genommen? Weil du ein ganz kleiner bist. Okay, ja, er ist wieder gestunt. Gut. Und damit bist du wieder dran, Gnag. Du siehst auch, dass der Wurm stark taumelt, dass er tatsächlich an einer gewissen Stelle ungefähr auf Alenas Höhe nur noch an so einzelnen Platten, also an einzelnen Rückenplatten zusammengehalten wird und dass da momentan viele verschiedene Eingeweide rausholen und vielleicht auch die Beine einer bestimmten jungen Frau, die Stiefel auf jeden Fall, die halb zersetzt sind mit so Socken und vielleicht noch die da drunter sind und die auch schon ein paar Löcher haben, quasi unten rausgucken und baumeln. Mhm. Könnte ich sie theoretisch da rausziehen oder wäre das schwer. Nee. Ja, könntest du potenziell machen. Aber er ist so klein, du hast auch nicht viel Stärke, oder? Er könnte es, also ja, du wenn könntest du das es möchte, versuchen. Dann darf er das aber machen. Wenn du das möchtest, darfst du das tun. Ja, ich überlege gerade zwischen zwei Sachen. Entweder ziehe ich sie da raus oder ich nutze meinen Kurzbogen, aber nimm dann einfach meine Laute stattdessen als Bogen und schieß dann nochmal letztendlich ihm dann in den offengelegten Du halt, die Laute haben doch immer noch die Ameisen. Nee, ich habe die doch zurückbekommen. Ja, die hat er zurückbekommen. Also, okay. Du willst die Laute als Bogen nutzen? Ja, das finde ich geil.
Okay, lass ich dir. Dass ich dann, Live hat ja oben das Hirn freigelegt, ja, hast du gesagt. Dann sehe ich das und denke mir, ah, das Hirn. Und dann nehme ich meine Laute stattdessen und dann spanne ich da so einen Pfeil rein und will ihn dann ins Hirn reinschieben. Es ist hard rule of cool, aber ja, do it, Mann. Ich glaube, du findest da, wo du gerade bist, so einen kleinen Vorsprung, kannst das aus der Perspektive sehen. Nimmst jetzt einen Pfeil deines Kurzbogens, spannst dir an der Laute über eine Seite, über zwei Seiten, über drei Seiten. Das klingt ein Akkord. Ja, drin. Bitte. Okay. Würde in der Praxis nicht funktionieren, bald wohl. Nee, wird's auch nicht. So, und da muss ich jetzt hier. Wie viel hast du insgesamt? Eine 14 habe ich gerade und dann plus 2 mit. Nee, das trifft sogar, genau. Ja, okay. Ja. So, und dann Schaden, ne? Mhm. 3 plus auch wieder die. Ne? Ja, 15 okay, dann habe ich. Wie viel hat er? 5. 5, ja, sorry. Mitten ins Gehirn? Wie willst du es machen? Ne. Ist er tot? Er wird sterben, du sagst, kannst also, quasi sag, wieder. Wie das funktioniert. Ich stehe dann dort und sehe das, wie Live da oben bei ihm reingehackt hat und denke mir, jetzt ist meine Chance, endlich das, was ich gelernt habe, in die Tat umzusetzen. Spanne das in meiner Laute. Man hört Ring und während ich wegschieße, kommt langsam dieses Life is Life und fliegt dann vorwärts in seine Hirnspalte rein und während das passiert, hole ich schon in dem Moment meinen Dudelsack raus, um einen Siegesakkord zu spielen. Ja, der Pfeil trifft. Du merkst einfach nur, alles entschlackt sich gerade. Ihr merkt, du siehst gerade das. Frage. Bitte. Entschlackt das sich direkt oder erst, wenn ich theoretisch wieder dran bin? Weil dann hättest du noch die Möglichkeit rauszuklettern. Ja, ich würde sagen, du hast die Möglichkeit. Du siehst, dass sich alles gerade entspannt. Wir sind auch nicht mehr im Kampf. Du packst ihre Beine wahrscheinlich. Ja, ich mache auch den Rest so runter und mache ja den. Ja. Raus, du nimmst ihre Beine und bevor der Wurm auf euch drauf fällt mit all seinem Gewicht, ergeben sich alle Innereien und viel Blut und ekelhafte Flüssigkeiten über euch, aber er schafft es euch irgendwo wegzurollen. Tilvin hört nur ein, wie er faucht, wenn er sich freut und dieser riesige, gewaltige Wurm geht auf den Boden, war noch leicht grün am Leuchten von deiner Magie und Live hört gar nicht mehr auf, sondern wird einfach weniger schnell. Guck sich einmal um und fängt an, auf dem Ding rumzupicken. Ich renne. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Sandwurm besiegt. Und umarm dich. Ganz doll. Länger als 11 Sekunden. Und bin so, oh mein Gott, du kannst doch nicht in ein Ding, das Gift verteilt, hineingehen. Du, geht's dir gut? Ist alles okay? Also, ja, aber ich glaube, ich brauche neue Klamotten. Mortimer rennt auf jeden Fall ganz, ganz panisch mit seinem Medizinkoffer und holt direkt ein Pflaster raus und Sibyl, und verarztet deine Wunden, ob du ich jetzt sagst. Ich habe halt einfach 32 Schaden bekommen. Ja, ja. Ich gebe dir auch meinen Mantel zum Anziehen, dass du dich zumindest bedecken kannst, weil ich ja darunter was anhabe. Lass mich dir helfen. Und dann, Aber, ich meine er ist auch verletzt. Ich spiele aber Dudelsack gerade. der sieht noch gut aus. Und dann, Mortimer braucht ja Zeit, um mit Menschen zu bonden, so. Deswegen ist er ja natürlich mit euch deutlich eher da gebondet. Wie funktioniert nochmal das Heilen? Das Heilen an sich, du kannst versuchen, jemanden zu heilen und einen deiner Trefferwürfel, das ist bei dir ein D10, bei dir ein D10, bei dir ein D6 oder 8, glaube ich, und bei dir ein D4 oder bei dir ein D6 auf jeden Fall, kannst du nutzen, um dir quasi nicht eine Shortrest zu machen, sondern den direkt zu heilen. Dann? Da hast du einen D10. Während du noch Dudelsack spielst, würde ich zu dir gehen und dir so Beeren hin zeigen. Die musst du essen, dann geht's dir besser. Okay, ich würde direkt so pushen. In Goblin-Manier über die Hand schlecken. Danke! Du hast 5 HP mehr. Ich nehm auch noch meine letzten 5 Berries mit dazu. Mhm. Und ich würde auch zu dir gehen und dich heilen. Und dir wird dabei auffallen, dass ich assistiert werde von einer Skeletthand. Wundert mich das, oder? Sag du es mir. Also, da ist ein Gnom, der gerade eben noch grün geleuchtet hat und hat jetzt eine gruselige Skeletthand. Aber da ich ja sehr spezialisiert bin, was so Magie angeht, so Magie entdecken und sowas alles, würde ich sagen, oh, cool, und wird der Skeletthand die Hand schütteln.
arbeiten. Die schlägt so ein bisschen deine Hand weg, weil die assistiert quasi. Lass mich arbeiten. Kennt ihr dieses eine Video mit dem, Gott, mit dem Zahnarzt, wo sie total getreten ist? Ich will mit dem so, ja, so stelle ich mir das gerade vor. Dann dürftest du ein, auch nochmal ein... was ist dein Hit-Die? Soll ich jetzt hier einen würfeln? Ein D8 ist ein Bade. Das ist der hier, ne? Mhm. Ja. Plus dein Konstitutionsmodifizierer. Achso, den hast du noch gar nicht bei dir drauf, den Konstitutionsmodifizierer. Okay, ich hab 8. Nee, dein eigener. Achso, mein? Deiner. Mein Konstitution ist plus 1. Das heißt, du hast Nummer plus 1. Das heißt, du hast 9. 9. Geil. Ich hab fast wieder bei meinem alten HP. So gut halt die Skelette mit Mortimer. Ja, sehr gut. Bei Mortimer ihr blickt ist ein euch wieder zusammen in der Zwischenzeit. Wie kaputt sind meine Klamöttchen? Kann ich noch so unter die Leute treten? Oder? Deine Schuhe sind Stimme. Durch und deine Socken sind teilweise durch. Okay. Der dicke Zeh guckt so raus. Aber der Mantel und so ist noch ganz, weil ich würde ihr sonst meinen Mantel geben. Ja, also es ist wirklich okay. Nur unten, wo sie dann quasi... Dann gebe ich dir den Mantel wieder. Ja. Tilvin kommt auch zu dir, packt dir so in die Schultern und sagt, ihr habt es geschafft. Dankeschön. Das ist der Wahnsinn. Du kannst jetzt Vater werden. Ich bin... Oh mein Gott, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, ich wollte gerade... Und er nimmt so ein kleines Messer, was er hat, und fängt an, diesen Stachel irgendwo abzusägen. Ich wollte das Gift noch melden. Ja, ich kann nicht das Gift abmelden. Du hast doch... Ja, natürlich. Wir können... Der ganze Stachel... eine Sekunde. Und er reißt und reißt und reißt so. Und... Pack! Da kommt ein bisschen Flüssigkeit mit rein und vieles von dem Gift aus dem Wurm ergießt sich quasi direkt über den Bogen, aber es ist so eine kleine Ader, die man quasi ausquetschen könnte. Und er sagt auch direkt, passt aber auf, es ist sehr potent, wie er gemerkt hat. Ja, darum geht's. Was ist denn mit mir passiert durch die Potenz? Du hast Gott sei Dank gestochen von dem. Ja, du hast den Gott sei Dank sehr schnell rausgezogen, ja? Durch du die brauchst Net-Training. Nur noch 8 Sekunden Umarmung. Okay, 8 Sekunden Umarmung ab jetzt. Du, also ist jetzt, im Endeffekt bist du Gott sei Dank nicht vergiftet worden dadurch, sondern hast nur ein bisschen Schaden bekommen. Aber du hast auf jeden Fall, kannst bestätigen, dass dieses Gift sehr, sehr wirksam ist. Oh, also, nun, das Gift ist, ihr solltet einen guten Preis dafür nehmen. Ich würde auch einmal mir eines meiner größeren Messer rausnehmen und mir auch von Mortimer eins, weil so, der hat so Flakons mit dabei. Oder die leeren Heiltag-Flakons. Ja, zum Beispiel. Und halt durchgehen und gucken, ob es Sachen gibt, die man halt abschneiden kann. Die, also diese, zum Beispiel, er hat ja ganz viele Stacheln. Mhm. Die sind Leichenfledderer. Und also die Stacheln an sich. Häufig aus, die Stacheln an sich sind eher Schutz. Ja. Das merkst du auch direkt, da sind jetzt keine Flüssigkeiten drin. Es ist so wie. Horn von Nashorn, Elefanten, sowas in der Art und Weise. Aber wird ja auch Drüsen hier oben bestimmt drin. Oben hat er keine Giftdrüsen tatsächlich, nur in seinem Stachel, das wisst ihr. Deswegen seid ihr auch nicht vergiftet worden, als ihr verschluckt worden seid oder sowas. Aber die Rückenplatten scheinen sehr massiv zu sein, auch sehr hochwertig quasi. Das wirklich Wertvollste scheint aber der Stachel zu sein. Ich würde mal versuchen, dann halt keine Flockhaus-Sachen, die gebe ich euch, damit ihr das Gift abpumpen könnt, würde ich versuchen, mal so eine Rückenplatte abzunehmen. Okay, ja. Gib mir mal einen, was wir mal machen, einen Fingerfertigkeitswurf. Kann ich mir das so vorstellen, wie beim, wie bei einer Garnele, die man versucht? Aber nur in sehr groß. Ja. 16. Ich würde sagen, du kriegst die nicht perfekt ab, kommen ein paar kleine Kratzer an den Seiten, aber die bleibt an einem Stück und du hast jetzt so eine Rückenplatte, die ist so ungefähr 60 mal 60 Zentimeter. Wie schwer ist die? Würdest du schätzen, ungefähr 15 bis 20 Kilo schon hab sehr ich, schwer. Also habe ich das Gefühl, vielleicht noch eine, aber dann reicht's? Oder ja, die also eine? Mehr, eine ist schon schwer, eine zweite, da ist schon, kannst du dann lieber wem anders geben wahrscheinlich. Aber dann würde ich trotzdem die beiseite legen und ja. Gib mir noch mal direkt nochmal probieren. Mit Vorteil, du weißt mittlerweile, wie das funktioniert. Okay. 12. Das kriege ich da nicht so hin. Es sieht nicht so aus, als würde die genauso perfekt sein. An einer Ecke ist das schon abgebrochen, auch so ein bisschen. Hat kleinere Risse da drin. Also du würdest sagen, wenn du was aus der zweiten Rückenplatte machen würdest, dann wahrscheinlich eher kleinere Gegenstände, aber sowas wie ein Brustpanzer oder sowas an einem Stück funktioniert dann nicht mehr raus. Du merkst aber, dass diese nicht nur sehr hart, sondern auch sehr flexibel sind. Es ist keine Qualität wie Mithril oder sowas in der Art und Weise, aber um nicht schwere Rüstung zu machen, leichte oder mittlere, ist es vielleicht perfekt. Okay. Wie lange brauche ich dafür circa? Ich würde sagen, so 5 bis 10 Minuten. Nur so kurz? Ja. Dann lege ich die, die ich nicht gut gemacht habe, zur Seite und probiere es nochmal. Okay, einfach so. Deswegen habe ich extra nachgefragt. Einmal darfst du noch einmal diesmal mit Nachteil, bitte.
einmal eine 8 gewürfelt, 8 plus 5. 8 plus 5, ja, die sieht ein bisschen besser aus, auch nicht perfekt, aber ist in Ordnung. Ja, gut, dann... Was wollt ihr noch machen? Ihr kriegt, du wolltest Gift? Ich wollte Gift und werde dann halt neben ihm die ganze Zeit stehen und sagen so, du weißt schon, jetzt kommen halt die Pflichten eines Vaters auf dich ja, zu. Ja, ich weiß und gerade mit im Kind, da ist ob ganz schön glaubt, viel ob ihr es glaubt oder nicht, Rasha bedeutet mir wirklich viel. Ja, das glaube ich auch, aber bist du, also musst halt auf das kurze Kind dann auch aufpassen. Das heißt, du musst aufpassen, dass es nicht in die Lava rennt, musst aufpassen, dass es nicht zum Wurm rennt. Du darfst vor allem nicht mehr ständig abhauen. Ja, das geht auch nicht. Du musst dann halt einfach dort sein und dich darum kümmern. Du gehst diese Pflicht jetzt ein und dagegen ist dieser Wurm Firlefanz. Wollt ihr mich jetzt unterstützen oder nicht? Ich will dich dabei unterstützen. Du gehst da gleich hin, du nimmst diesen Stachel, schmeißt ihn diesen Obermacker vor die Füße und dann sagst du, das ist meine Frau und wir gehen jetzt. Liebe machen. So. Ich glaube nicht, ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber ich werde es vielleicht etwas langsamer angehen lassen. Ach. Kommt ihr mit ins Lager? Ja, dann würde man aber erkennen, dass wir mitgekämpft haben. Das ist auch richtig. Ich würde noch mal auf meine Fessel am Fuß hinweisen und sagen, also, aber eine Sache haben wir wirklich noch. Ihr solltet nicht mitkommen. Ihr kennt wen, der ihm helfen kann? Ich weiß wen. Margaret. Oder wir bringen ihn zu Margaret. Du lässt dir Zeit, bis du dahin gehst. Du gehst nicht sofort hin. Wir sollten als erstes eine Rast beim Kloster machen, weil wir da, bis dahin schaffen wir es auch noch wahrscheinlich in der Nacht. Und könnten da noch die Hälfte der Nacht verbringen. Und dann gehen wir zu Margot weiter am nächsten Tag direkt. Ihr wollt wohin jetzt noch gehen? Es ist wirklich sehr dunkel schon, ne? Ja, Kloster? Moritz gemutet. Ich bin gemutet, okay. Ich würde wirklich sagen, wir rasten kurz und gehen dann wieder zurück. Oder wir entscheiden nach einer kurzen Pause, wie es weitergeht. Ja, das können wir machen. Die Frage ist nur, ob wir hier, ob die Höhle jetzt wirklich wir frei ist. Wir sollten in keinem Fall hier übernachten, wenn wir die da oben wir verstecken haben. Wir sollten aus dem Gebiet rauslaufen. Wir entscheiden einfach in einer kurzen dann Pause, wie es weitergeht. Dann lass uns lieber 2 bis 3 Stunden laufen und gucken, dass wir etwas außerhalb im Wald kampieren. Dann lass uns dorthin gehen. Und das schaffen sie auch, unsere Helden und Heldinnen, und legen sich danach auch gemütlich schlafen, um zu schauen, was am nächsten Tag passieren wird. Nach ein paar lustigen Anekdoten, ein paar hochgeschwungenen Gesprächen und natürlich dem Goblin, der behaupten darf, er hat die ganze Gruppe gerettet. Natürlich. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, sehen uns dann gleich wieder und schauen, ob wir die magische Fußfessel von Gnag von Zag abbekommen, was Tilvin jetzt letzten Endes wirklich macht und ob die Abenteurerinnen da schon etwas Neues auf ihren Reisen finden. Kurze Pause. Und bis gleich.